Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Simrace TV am Donnerstagabend zur Übertragung des jetzt siebten Laufs der RSA Wintersaison 2013-2014. Heute von der Hammerstrecke Laguna Seca, vom Mazda Raceway Laguna Seca. Und ja, wer die Rennen, die wir auf dieser Rennstrecke bisher hier in dieser Rennserie oder auch im GT3 Cup gesehen hat, der weiß, hier geht es heute richtig zur Sache. Das macht heute richtig Spaß. Ich sehe, wir haben momentan 26 Fahrzeuge auf der Strecke und ja, wir gehen jetzt, die sind alle wie immer noch im Briefing und wir warten jetzt auf Jens Burkott, der das Briefing momentan noch macht und also ja, leitet. Von daher, vielleicht leidet er auch. genau. Und dann warten wir jetzt mal auf ihn. Denn dann werden wir von ihm hoffentlich eine fehlerfreie Einführungsrunde sehen. Das ist nicht zwingend so. Naja, passiert hin und wieder auch schon mal ein kleiner Aha-Effekt oder man erlebt ihn und da sagt man, wow. Ja, das kann ja ein tolles Rennen werden. Nein, aber sagt, oh, jetzt bewegt sich hier was. Ich glaube, jetzt kommt er auch gleich. Es kann aber auch sein, dass jetzt einfach, ja genau, da ist jetzt noch mal jemand auf den Server gekommen und der hat jetzt hier die Autos verschoben und dann hat man wohl nicht modifizierte Variante von Luna Seca genommen, wo entsprechend viele Fahrzeuge raufpassen. Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, kommen schon alle irgendwie in die Startaufstellung. Da bin ich mir sicher. Was ich gesehen habe, ist, dass Robin Frischkopf und Danny Volkert so in der letzten halben Stunde, noch nicht mal eine halbe Stunde her, der Danny Volkert sogar jetzt erst um 20:30 Uhr, der Robin Frischkopf von 20:23 Uhr einen Connection Lost hatten. Und das ist natürlich immer kein gutes Vorzeichen. Es kann natürlich sein, dass das, weil es ja so tight ist für bei den Providern, die noch Zwangstrennungen haben, Zwangstrennungen, ja. Aber manche resetten ihren Router sogar vorm Rennen. Auch immer sehr zu empfehlen tatsächlich. Aber ja, wir werden mal schauen, ob das hier heute alles durchhält. Momentan sind jedenfalls alle im, wenn ich das richtig sehe, ja, auch Robin Frischkopf ist wieder da, Danny Volkert ist auch wieder da. Ja, wollen wir mal hoffen, dass alles gut geht und ja, da keine großen Probleme auftreten. Mal noch ein bisschen was zur Rennserie erzählen. Das vielleicht, wenn wir da die restliche Zeit noch ein bisschen überbrücken. Also ganz klar, wir fahren hier eine GT3-basierte Rennserie, basiert auf der Modifikation der Blancpain-Serie. Allerdings sind hier nur zwei Autos davon im Einsatz, nämlich der Ferrari und der Nissan. Und jetzt passiert irgendwas und jetzt wird auch gleich der Jens gleich kommen, denke ich mal. Jo, na, und jetzt schiebt's da hinten niemand weg. Ja, wir fahren hier ein Sprintrennen über 20 Minuten und ein Hauptrennen über 40 Minuten mit Boxenstopp dann. Ja, und könnt mir glauben, das ist immer wirklich sehr unterhaltsam. Es ist wirklich toller Motorsport, der hier gefahren wird. Die Jungs wissen, was sie tun. Und ja, Ja, das das hoffe ich ist doch mal. eigentlich so die Hauptsache. Ja, da ist er doch schon. Guck an. Herzlich willkommen, Jens Burkert. Ich hoffe, wir waren diesmal schnell genug. Ich habe mich beeilt. Ja, alles gut, alles gut. Ich war gerade so, ja, habe ein paar Wörtchen zur Strecke und zur Rennserie erzählt. Also wir können jetzt, ich glaube, du bist jetzt auch los, aber du bist jetzt auf einem anderen Platz. 22 stehe ich hier gerade. Warum auch Oh immer. ja, da ist er, der Jens. Genau. Und da geht's schon mal unter dem Yokohama-Bogen durch und dann werden wir mal gucken, ob der Jens heute es hier schafft, eine saubere Einführungsrunde zu zeigen. Ja, ich durfte mir gerade schon ungefähr 24 Sprüche anhören. Okay.
Aber auch nur, weil irgendjemand das immer sehr hochkristallisiert, wenn mir mal sowas passiert. Echt? Das sind ja wirklich, das sind Freunde, echt mal. Ja. Ja. Ich gar nicht. Wer macht denn sowas? Aber also gut, keine Ahnung. Das. Ja. So, genau. Und welche Basis, ja. Da haben wir es schon mal, da wird der Jens gleich ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe schon wieder die feste Kamera dort aufbauen lassen und da dürfen wir sehr gespannt sein nachher, dass die Autos da runterpurzeln. Genau, so auf Start geht's. Ziel. Vielleicht die engste Kurve hier. Dann kommen wir auf die längste Gerade, wobei hier gerade eigentlich echt ein Witz ist. Die längste gerade Stück ist hier, glaube ich, 10 Meter. Geht Kurve hier über die Kuppe, dann hier wieder runter ins Loch. Ende vom Curve ist der Bremspunkt. Auto bitte sehr unruhig zusammenbremsen. Die Doppel-Links hier mitnehmen, schön an den Curve dran. Voll raus beschleunigen. Zweiter Gang, dritter Gang. Kurz zusammenbremsen, hier wieder an den Curve. Das ist so eine Kurve, da will man viel zu früh Gas geben. Schwung mitnehmen, vierter Gang, dritter Gang und dann hier wieder an den Curve. Hier ist eine schöne Stelle, hier wird sicherlich einige Abflüge geben, weil da kommt man beim Ausfahren immer außen auf den Dreck. Hier eine Kurve, da kann man sich so schön ganz tief reinbremsen und kann auch ganz früh wieder aufs Gas gehen. Da fällt so richtig in ein Loch rein. Und dann haben wir eine der entscheidendsten Stellen, der ganz schnelle Blick, den man so links blind einlenkt. Hier so über den Curve und möglichst hier nicht zu viel durch den Kies und dann geht's hoch zu Corkscrew. Was ist gerade schon gesagt, ich habe gerade eine Gänsehaut. Also diese Kurve. Ah, Mann, ja, da muss man glaube ich nicht viel zu erzählen. Hier so rechts den Berg wieder runterfallen lassen. Also, wer da mal selber gestanden hat, der weiß, wovon ich spreche. Und jeder, der mal auch in der Simulation und diese Kurve gefahren ist, weiß, dass sie einfach einzigartig ist. So, vorletzte Kurve, dritte Gang rechts, wieder so durch so eine coole. Kann man das Auto schön reinlegen. Hier früh bremsen. Erster Gang fahre ich hier rum und dann. Ja, mit viel Schwung wieder auf Startziel. Wie du siehst, eine sehr, sehr kurze Runde. Da war es eine 1,24, also 1,21er werden wir sicherlich sehen. Und es wird eng. Ich glaube, wir haben heute 26, 27 Leute am Start. Wie die hier gleich alle im Qualifying eine Lücke finden wollen, ich habe keine Ahnung. Ja, naja, dann sind wir mal gespannt und... ja, freuen uns auf richtig unterhaltsame 60 Minuten insgesamt mit ein paar Päuschen dazwischen. Und also einmal 20, einmal 40 Minuten. Und ja, Jens, dann viel Glück dir. Und ich frage diesmal nicht wegen Interview. Ja, wir werden also sehen. Ich bin hier ganz realistisch. Mir fehlen einfach Trainingsrunden. Ich habe, glaube ich, 22. Da bin ich in der Rangliste, was die Rundenzahlen betrifft. Wenn dir hier eine Sekunde fehlt, fehlen dir direkt 15 Plätze. Das ist das Problem. Ja. Nach so einer kurzen Strecke. Die Fahrer sind alle ganz, ganz eng beisammen. Ich hoffe so ein bisschen auf, wie in Road America, auf Rennerfahrung, dann noch guten Speed finden und dann nach vorne gespült werden. Da war ich ja dann irgendwie dann doch auf dem Treppchen hinter meinem Teamkollegen. Hm, hast du ja auch schon erwähnt. Ja. Also vielleicht gelingt mir Ähnliches hier, aber so ein Mittelfeld ist auf jeden Fall erstmal das, wo es gleich im Qualifying hingehen wird. Na gut. Also, dann Daumen gedrückt, dir viel Spaß und ja, und dann werden wir mal schauen, dass wir den Herrschaften, Zuschauern, Damen und Herren, die uns hier folgen, dann auch ein bisschen Spaß bereiten können. Genau, dir auch viel Spaß. Ich gehe jetzt hoch und dann starten wir direkt ins Qualifying. Bis gleich. Ja, so, genau. Und Qualifying ist ja hier auch leicht besonders. Also es ist nicht nur ein zweigeteiltes Qualifying, sondern ist es eigentlich gar nicht, sondern es wird jetzt ein Qualifying für alle gefahren und die Top 5 fahren dann nochmal eine Superpole. Das heißt, die fahren dann eine gezeitete Runde und ja, werden wir mal schauen. So, jetzt passen auch alle Autos hin. Das ist schön. 25 Aktive haben wir. Kann auch sein, dass da nochmal einer verschwunden ist. Und die Herrschaften kommen jetzt raus. Da haben wir noch, ja, Minute 20 Zeit, bevor das hier spannend wird, bevor hier der Erste auf seine gezeitete Runde geht. Also 2 Minuten 40, 3 Minuten, dann wird es hier fallen, putzen hier die ersten Zeiten. Und dann haben wir auch ein paar Referenzen. Ich habe vorhin gesehen, der Dominik Smoll ist sehr, sehr gut unterwegs. Und würde mich sehr freuen für ihn, wenn er hier heute mal einen kleinen Erfolg hat.
wenigstens ein Podest oder ein Top 5 Platzierung einfahren könnte. Oder wenigstens zumindest im Qualifying mal richtig einen raushängen lässt. Aber gut, wir werden sehen. Wir sehen, was wir jetzt sehen, ist, dass hier, ja, das ist gleich fast ein Massenstart. Also die wollen natürlich jetzt alle irgendwie sehen, dass sie eine freie Runde kriegen. Die, die jetzt hier zuletzt raus sind, ja, werden wohl keine mehr bekommen. Also von daher ist das eher unwahrscheinlich, dass da noch was geht. Also momentan sind, ja, bis auf die Autos, die, ja, da sind es nur noch 6, alle irgendwie auf der Strecke. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, in den 15 Minuten Qualifying hier eine freie Runde zu finden, auf so einer kurzen Strecke mit so vielen Autos. Also wir werden sehen, was uns die Herrschaften hier servieren. So langsam, ja genau, da müssten jetzt die ersten über Start und Ziel kommen. Dann gehen wir doch mal hin und da sehen wir es auch. Da haben wir schon Jens Burkhardt tatsächlich, der jetzt hier auf die erste Runde, auf seine, nee, noch nicht, der kommt jetzt erst. Na gut, dann gönnen wir ihm das nochmal, weil er immer so schön fleißig ist. Musste ja leicht schmunzeln, als er eben sagte, in der Rangliste der Hot Laps, der auf Rang 22, das war er ja schließlich auch im freien Training. Ja. So, jetzt gucken wir uns das mal an, hier aus dieser schönen Kameraperspektive, die wir ja haben von den TV-Kameras. Also die sind wirklich grandios gemacht. Und da kann man nur noch mal den Hut ziehen vor den Streckenmordern. Also die haben hier wirklich ganz, ganz viel Detailliebe einfließen lassen. Und merkt man auch als Fahrer und aber auch als Zuschauer. Jens, so, jetzt fallen die ersten Zeiten. 1:21.983, gleich mal die erste Zeit vom Martin Schmidt. Die anderen begnügen sich erstmal mit 22er Zeiten. So, und auch bei Jens Burkhardt wird es nicht reichen für eine, ja, und zwar für eine 21, sondern es ist eine 22.8. So, momentan 6 Zehntel zurück der Markus van Holt. Oh, mal schauen. Wir hatten ja letztes Mal, ich habe vorhin, glaube ich, Brent Hatch gesagt, ne? Ja, dummes Zeug, Road America. Waren wir. Den absoluten Kracher von Arne Bachem, der hier, ich glaube, das Rennen seines Lebens gefahren ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das heute wiederholen kann, wenn es in die Nähe des Ergebnisses von Road America kommt. Vielleicht ist jetzt so ein kleiner Knoten geplatzt bei ihm. Allerdings ist die Strecke hier jetzt, ja, weiß ich nicht, ob die einem bisher nicht so superschnellen Fahrer entgegenkommt, um so ein Ergebnis nochmal zu wiederholen. Es gab auf Road America auch ein paar Vorfälle, die ihm vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt haben, dass er dann im zweiten Rennen ganz vorne stand, weil das zweite Rennen wird ja in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses vom ersten Rennen gestartet. Also Platz 10 steht dann auf der Pole, Platz 10 des ersten Rennens. Und ja, wollen wir mal schauen, was ihm gelingt. Ja, also es hat zumindest jetzt noch 2 Zeiten gegeben, 2 Fahrer gegeben, 4 jetzt insgesamt, die 1:21 fahren. Und zwar Dennis Erner auf 2, Dominik Smoll auf 3, Edgar Ostermann auf 4. Die sind auch mal gerade 0,17, also 17 Zehntel hinter
17, 17 Hundertstel hinter dem Martin Schmidt. Also, ja, da kann sich der Herr Schmidt mit Sicherheit nicht drauf ausruhen. Und für den Markus van Holt würde die Zwischenzeit, brächte er sie ins Ziel, zwar eine persönliche Verbesserung bringen, aber keine in der Rangliste. Da steht er nämlich momentan nach wie vor auf Platz 6, wäre somit nicht in der Superpole. Da ist momentan der Micha Tröscher. Das ist auch so eine Sache. Also vielleicht ist ja heute der Micha Tröscher der Überraschungsfahrer. Ja, Markus van Holt jetzt Sechster, also bleibt auf Platz 6. Ja, und gucken wir mal zu Dennis Erner. 73.000. Rückstand auf Martin Schmidt im ersten Sektor. Jetzt war noch eine bessere Zeit gelingt. Ich habe jetzt die zweite Zwischenzeit leider nicht gesehen. Ich habe aufs Scoring geguckt. Oh nein, Platz 3 sogar nur Edgar Ostermann. Ja, da ist man mal einmal nicht beim Edgar. Hat es geschafft auf 3000stel schneller als der Dennis Erner zu sein und somit ist er jetzt auf Platz 2. Jetzt kommt er erstmal in Verkehr. Das wird ihm wahrscheinlich jetzt die Runde kosten. Ja. Ja, er bremst sich hier durch, aber das ist natürlich, ja, das bringt gar nicht so wahnsinnig viel. Gehen wir mal nochmal zu Dennis Erner. Ja, und hier ist er, der Dominik Smoll, und hat nur 45.000stel Rückstand. Der fährt nämlich auf Platz 4. Also wir haben ihn gesehen vorhin im ein Training. Da stand er ganz vorne mit einer 1:21.6. Das wäre auch jetzt beste Position. Martin Schmidt hat 1:21.76. Ja, das kostet jetzt die Zeit. Da kann er nichts mehr tun. So, Micha Tröscher ist jetzt auf der fünften Position. So, bester G-Cup-Fahrer, erkläre ich gleich noch, was das ist. Momentan der Andreas Braun auf der Position 7, Gesamtrang 7. Und danach Arne Bachem auf Gesamtrang 16 und Jens Erner auf Platz 17. Also G-Cup steht für Gentleman Cup und das ist eine zweite Wertung, die ab Platz 15 der Hauptwertung beginnt. Also der 15. Platz bekommt dann neue Punkte, also volle Punkte. Und ja, das ist, haben wir vor anderthalb Saisons im GT3 Cup geführt. Also zum Beginn der letzten Saison, nicht der aktuellen. Und hat sich sehr bewährt, hat den Fahrern sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist halt so, wenn man in einem großen Fahrerfeld unterwegs ist und hält sich einigermaßen ans GT3-Reglement, dann ist es natürlich schwierig für die hinteren Positionen die Motivation zu behalten, weil hier geht es ja eigentlich um nichts. Und somit hat man nochmal eine Wertung in der Wertung und natürlich fahren die auch in der Hauptwertung mit. Wir haben es ja bei Arne Bachem gesehen, jetzt im letzten Rennen, der dann auch in der Hauptwertung richtig Punkte abkassiert hat, aber der hat dann nochmal zusätzlich für den G-Cup Punkte bekommen. Und somit sind die Fahrer, die normalerweise nicht ganz vorne mitfahren können, da doch irgendwie etwas motivierter, also macht jedenfalls mehr Spaß. Genau. So, Edgar Ostermann versucht alles nach wie vor, hängt aber 0,129 Sekunden
also etwas über eine Zehntel hinter Martin Schmidt fest. Natürlich extrem schwer, hier jetzt nochmal eine komplett freie Runde zu erwischen, wo auch dann noch alles passt. Olaf Ness ist auf die 5 gefahren, kommt hier jetzt nochmal raus in seinem feuerwehrroten... Ja, was ist denn das hier eigentlich? Ist das ein Nissan? Nee, ja, ist ein Nissan. Und ja, der Nissan dürfte hier auf der Strecke einen kleinen Vorteil haben. Der Ferrari hat mehr Topspeed, aber den fährt man hier eh nicht aus auf der Strecke. Und dafür hat aber der Nissan wohl ein besseres Handling. Und deswegen könnte es gut sein, dass das hier das vielleicht bessere Auto ist. Nicht unbedingt überlegen, aber insgesamt vielleicht das bessere Paket insgesamt. So. Martin Schmidt hier noch auf Warm-Up-Lap. Ja, und da kommt der Edgar. Ja, das war jetzt wohl nichts. Aber jetzt hat er vielleicht Glück, dass er eine einigermaßen freie Runde hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er da oben aus der letzten Kurve auf Start und Ziel rausgekommen ist. Tolle Kamera hier, wirklich hammerhart. Aber jetzt kommt da dann doch wieder ein Verkehr, aber da wird ihm Platz gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zeit gekostet hat. Bei Minuten 40 hat er noch, also eine Runde kann er noch fahren. Ja, stimmt nicht ganz, also er kann sogar noch zwei Runden fahren. Naja, das würde knapp. Ja gut, das hat Zeit gekostet. Also Martin Schmidt, gleich mit seiner ersten Runde hat er hier die Referenz gesetzt, an der sich alle anderen bisher die Zähne ausbeißen. So, jetzt wollen wir mal gucken. 85.000stel Vorsprung. Und da kommt ihm ein Auto quer da oben. Jetzt können wir nur hoffen, dass der... Ja, der passt auf. Also Ostermann sollte hier sauber durchgekommen sein. Wir kommen jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit. Und über eine Zehntel schneller. Also wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht, dann sollte es passen. In der letzten, ja, fast letzten möglichen Runde... Der hier vorne dürfte ihn nicht mehr interessieren. Wenn es passt, haben wir einen neuen Polesetter hier. Und so ist es. Um fast 3 Zehntel hat er hier die Zeit von Martin Schmidt pulverisiert. 8000stel. Schmidt ist nochmal auf einer schnellen Runde. 8000stel. Dominik Smoll ist 5. Olaf Ness ist 6. Jens Purkott ist überraschenderweise, wahrscheinlich weiß er auch nicht, wie er reingekommen ist, auf die 4 gefahren. Dominik Smoll verbessert sich jetzt nochmal auf Platz 2 und schiebt damit Jens Purkott auf Platz 5. Nichtsdestotrotz bleibt Olaf Ness mit einer sehr, sehr guten Leistung hier auf Platz 6. Die ersten 14 Fahrzeuge sind hier innerhalb einer Sekunde. Das muss man mal noch dazu sagen. So, ich habe jetzt natürlich nicht auf die Zwischenzeiten geachtet, weil ich jetzt... So, Fred Dohnke schiebt Jens Purkott aus dem Top 5 Quali und fährt auf die 4. So, und es reicht nicht für Martin Schmidt. Es reicht nicht, die Zeit ist abgelaufen. Ich denke mal, da wird nicht mehr so wahnsinnig viel gehen. Der Herr...
Ostermann hat hier eine etwas forsche Zufahrt zur Box gewählt. Ich denke mal nicht, dass das noch großartig Probleme macht. Wir schalten aber trotzdem nochmal zu Olaf Ness, aber da läuft auch keine Zeit mehr, also der kommt in die Box. Edgar Ostermann hat hier, ich glaube, die erste Pole in dieser Saison eingefahren. Da gibt es erstmal ein Pünktchen für und ich glaube, da freut er sich sehr drüber. Und Edgar steht nämlich total auf Zusatzpunkte. Ja, drücken wir ihm mal die Daumen, dass kein Blödsinn passiert unterwegs. Da sind auch noch ein paar Autos auf der Strecke. Aber ich denke mal, großartige Verschiebungen gibt es jetzt nicht mehr. So, denn alle dann drin sind, das sind sie jetzt. Der Martin Schmidt guckt noch rum. Ich weiß nicht, warum der noch rumfährt. Der ist ja schon. Fährt der wirklich noch? Tatsächlich, was ist dem denn? Könnte mal jemand dem kleinen Martin sagen, er soll. Nee. Ja, er möchte außen. Oder den Eltern sagen, er möchte abgeholt werden. Na gut, wie auch immer, selbst wenn er hier noch irgendwas zusammenfährt, es wird nicht mehr gerechnet. Zeit ist abgelaufen. Ja, jetzt macht er auch noch einen Fehler. Also bleiben wir bei dem Ergebnis so, wie es sein soll. Und dann schauen wir uns das jetzt hier nochmal an. So, meine Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis. Edgar Ostermann steht in der ersten Startreihe zusammen mit Martin Schmidt auf Platz 2. Auf der 3 haben wir den Dominik Smoll und Dennis Erner. Die dritte Startreihe teilen sich Fred Donke auf 5 und Jens Purkott auf 6. Nee, das ist ja alles Blödsinn. Das wäre so. Wäre das jetzt das Quali. Aber was schon richtig ist, Jens Purkott steht definitiv in der dritten Startreihe. In der vierten Startreihe dann, weil die ersten 5 fahren jetzt noch ein Quali aus. Das ist die Superpole aus. Aber ab Platz 6 können wir das jetzt schon verlesen. Olaf Ness auf 7, 8, Micha Dröscher, 9, Andreas Braun, bester G-Cup-Fahrer, 10, Markus Farnhold, Danny Volkert auf der 11, 12, Patrick Flügelsthaler, 13, Stefan Bäumer, 14, Robin Frischkopf, Chris Pirchecker auf der 15, Jan Baskenis auf der 16, Arne Bachem, 17, 18, Jens Erner, Jürgen Engelhardt auf der 19, Jari Stark auf der 20, Micha Pregartner auf der 21, Ulrich Windmüller auf der 22, Lars Bokowski 23, Ralf Minwegen 24, Jürgen Heinrich 25, 26, Jürgen Kräfter und auf Platz 27 das Silas Flüglisthaler. Jetzt haben wir 2 Flüglisthaler hier, ich fasse es ja nicht. Ja, der ist dann wohl neu, also das dürfte sein erstes Rennen sein und der übt, glaube ich, der ist gar kein Quali gefahren, der hat da gar keine Zeit stehen gehabt. Also im günstigsten Fall haben wir 27 aktive Fahrzeuge, im ungünstigsten haben wir 26. No, Entschuldigung, ich habe jetzt hier, war gerade abgelenkt. Genau. So, jetzt sind wir bei Fred Donke. Sollte er jedenfalls sein. Genau, ist er auch. Und schauen mal, was der Fred jetzt hier
weiß, der ist ja auch bis zu Ende des Qualifyings noch auf Platz 4 gefahren. Musste dann auch nicht mehr bangen. Jens Burkhardt war bereits in der Box. Er hätte nicht nochmal rausfahren können, dafür hätte die Zeit nicht gereicht. Und Olaf Ness hat nicht nochmal, hat keine bessere Runde mehr geschafft. Also hier. Ist er jetzt macht auf Platz 5, somit der erste hier in der, der auf die Strecke geht für die Superpole. Mit ihm auf der Strecke sind jetzt Dennis Erner und Dominik Smoll. Weil der Dennis Erner jetzt gerade erst rausgeht. Er nimmt da hier sehr viel Risiko. Das ist wirklich eine von zwei wirklich Schlüsselstellen. Die zweite ist hier. Keine Frage. In der Corkscrew. Die muss man natürlich auch perfekt erwischen. So, und dann gibt es jetzt eine erste Referenzzeit. Oh ja, 1:22,6. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Also er hat vorhin eine 1:21,8 geschafft. Aber natürlich ist er damit jetzt erstmal vorne. So, jetzt gucken wir zu Dennis Erner und der ist schon eine halbe Sekunde schneller. Kommt jetzt auch gleich über Start und Ziel. Na klar, 1:21,848. Da macht er jetzt hier alles erstmal sauber. So, und da haben wir den Dominik. Und der hat 2,5 Zehntel Rückstand. Das kann noch knapp werden. Theoretisch, wenn alles super gut läuft, kann man die hier im letzten Sektor rausfahren. Aber ich habe so meine Zweifel, dass er das schafft. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Bleibt bei Platz 2. Also der Dominik ist momentan Zweiter. So, dann haben wir jetzt den Martin Schmidt. Der jetzt vor Edgar Ostermann auf die Strecke geht. Edgar ist jetzt auch gerade erstmal rausgefahren. Sollte sich nur nicht zu viel Zeit lassen, weil er Ende ersten Sektor ist. Der Martin schon am Anfang, na gut, also der Edgar wird jetzt nicht in der Warm-Up-Lab sich irgendwie drehen oder große Spirenzchen haben. So, Martin Schmidt geht auf seine schnelle Runde. Wir gehen mal ins Cockpit. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch verstehen. Und der Martin riskiert hier alles. Wir sehen es mit Gegenlenken und allem, was irgendwie... Oh, und da hat er den großen Fehler. Das wird ihm die Zeit kosten. Das sind jetzt 51.000stel. Das war gerade so beim Überfahren der Zwischenzeit. Ich befürchte mal, da hat er jetzt abgelost. Also das wird ihm wohl... Ob das noch für Platz 2 und 3 reicht, habe ich so meine Zweifel. Na, so viel hat es doch nicht gekostet. Eine Zehntel nur zurück. Das wäre dann momentan der zweite Platz, wenn er die ins Ziel bringt. Also, der Rutscher eben sah wirklich dramatisch aus. War aber dann wohl doch nicht. Das ist jetzt auch nicht so ganz optimal. Sah jedenfalls unrund aus. Ja, Platz 2 mit 0,226 Sekunden Rückstand. So, und dann gehen wir zu Edgar Ostermann. Und der hat auch schon Rückstand. Nämlich schon 1,5 Zehntel. Wir haben bisher es noch nie erlebt,
das. Ach nee, 31.000stel hat er nur noch Rückstand. Eieieiei. Naja. Ich wollte gerade sagen, wir haben es bisher noch nie erlebt, dass die Pole des ersten Qualifyings in der Superpole bestätigt wurde. Es hat immer Verschiebungen gegeben. Ja, das sah hier deutlich sauberer aus als bei Martin Schmidt. Und jetzt wird es ganz knapp und es reicht. Es reicht, der schafft es hier mit einer 1:21.623. Das ist nur 2 Zehntel langsamer als in der Hauptqualifikation. Also sensationell gute Zeit. Also da würde ich mal sagen, wenn man jetzt hier Wetten entgegennehmen würde, also ich glaube nicht, wenn er am Start jetzt keinen Mist macht, dass man ihm hier, dass, also er hat sehr, sehr gute Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Haben wir unser SimRacing-TV-Auto, da haben wir nochmal 2 neu gejoint. So, und der Edgar kommt in die Boxengasse. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Hoppala, Mensch, das geht ja hier flugs. Warm-up. Warm-up. Warm-up ist immer eine gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen sich der Meisterschaft zu widmen. Und ja, wir haben da einen ganz klaren Favoriten, der zwar punktemäßig noch nicht so weit weg ist, dass er sich hier irgendeiner Sache sicher sein kann, aber der Vorsprung von 21 Punkten ist schon ziemlich deutlich, nämlich 114 Punkte hat hier Robin Frischkopf. Mittlerweile hat er so viel Gewicht, dass das Zusatzgewicht mehr würde als das Auto insgesamt, als das Auto selbst. Also er fährt so mehr oder weniger mit einem doppelt so schweren Auto jetzt durch die Gegend. nein, das ist natürlich Blödsinn, aber er hat, glaube ich, jetzt das Maximum, was hier möglich ist und deswegen heute auch etwas weiter hinten platziert, nämlich auf Platz 14. Wenn wir schauen, bisher hat er mit solchen Strafgewichten auch immer noch gute Ergebnisse einfahren können, immer noch Punkte einfahren können. Stefan Hauenstein, den ich heute hier vermisse, auf der Position 2 mit 93 Punkten. Dennis Erner, der hier heute jetzt auf Platz 2 steht im ersten Rennen in der Startaufstellung. Der ist auf Platz 3 mit 85 Punkten. Also wenn der ein einigermaßen sauberes Rennen fährt, geht er heute an Stefan Hauenstein vorbei. Danny Volkert auf der Position 4 mit 79 Punkten, also auch noch ziemlich dicht dran. Auch 73 Punkte für den Martin Schmidt, der ja hier heute richtig gut unterwegs ist. Jens Burkhardt 65 Punkte auf der 6, Kevin Flitsch auf der 7, Jens Erner 8, Edgar Ostermann auf der 9. Edgar ist so weit hinten, weil er erstmal später in die Meisterschaft eingestiegen ist. Und wir haben es, wer hier regelmäßig zuguckt, weiß, letztes Mal gab es eine komplette Nullrunde. Also da, das lief nicht so wahnsinnig gut für ihn. Und da kann er heute richtig Punkte gut machen, richtig Positionen in der Meisterschaft auch gut machen. Wir werden sehen. Markus Fanold dann auf der Position 10, also nur die Top 10 sind hier gelistet, das reicht auch aus. Und ja, wir sehen dann schon die ersten Startversuche. Das ist so mehr oder weniger hier heute das, ja, was heute, sondern der momentane Stand der Meisterschaft.
Also ich sehe es jetzt hier gerade, ich habe es hier gerade nochmal nachgeschaut. Robin Frischkopf fährt hier mit 70 Kilo Zusatzgewicht. Das ist doppelt so viel wie der Fahrer, der mit dem zweithöchsten Gewichtsgewicht unterwegs ist. Das ist der Danny Volkert. Und der fährt mit 35 Kilo. Und Jan Rückert und Arne Bachem hätten 15 Kilo. Der Arne hat sie, der Christian nicht, weil der ist nämlich nicht dabei. Und, ich sehe gerade 25 Kilo noch, der Stefan Hauenstein, aber der ist ja auch nicht da. Und Dennis Erner hat 10 Kilo drin. Und, das ist natürlich klar, dass der Robin mit so einem massiven Zusatzgewicht hier auf dieser Strecke, auf dieser kurzen Strecke, keinen Blumentopf kann. Und ich denke mal, der ist auch ganz froh drüber. Kann er mal gucken, wie es hinten zugeht. Und, ja, wenn noch ein paar Pünktchen bei rausspringen, auf alle Fälle hat er dann im nächsten Rennen wieder etwas weniger Gewicht. Also es gibt hier ja nicht nur Zusatzgewichte für die Erfolge im letzten Rennen, sondern es gibt auch ein 15, 10 und 5 Kilo für, oder nee, muss anders sein jetzt, weil ich gerade gelesen, plus 20 Kilo. Es gibt hier nochmal Strafgewichte für die ersten drei Meisterschaftspositionen. Also die kriegen, egal wie sie fahren, solange sie auf dem Podest der Meisterschaft sind, gibt es da auch nochmal was on top. Das ist zwar nicht viel, aber wenn man schon gut hat und das noch drauf kriegt, dann ist es nochmal besonders schwer. So, suchen wir uns mal irgendein Auto, welches fährt hier. Genau, der Olaf. Den Olaf, den holen wir uns. Eigentlich müssen wir mal den Stefan Bollmann mit uns ein bisschen angucken. Da kriegt man mal gute Action geboten. Stefan. Aber der Olaf ist da auch ganz, greift da auch ab und zu mal hin. Aber ich denke mal, upsala. Jo, und ich sag's noch. Er greift da immer mal hin. Ne? Das ist so. Da kommt er zwar jetzt überhaupt nichts dafür, aber sein Teamkollege steht da jetzt auch irgendwo rum. Der fährt gar nicht erst. Der weiß, was ihm blüht, wenn ich hier moderiere. Genau. Ja. Wäre trotzdem mal nett zu erfahren, ob der Kai Sichocki jetzt noch mit einsteigt oder nicht. Ich schätze mal, in dieser Saison nicht mehr, dann wohl eher in der kommenden. Wir werden sehen. So, Zeit ist abgelaufen. Genau, und dann geht's auch los. Wir haben jetzt 30 Sekunden Zeit, ihre Autos in die Startaufstellung werfen zu lassen. Jetzt. Da passiert es. Hoppala, was ist jetzt passiert? Da stimmte wohl wieder was nicht. Ja, da gibt's jetzt einen kleinen
Restart. Kurz zur Info, der ja. Start war falsch eingestellt noch vom letzten Mal. Switchen so doof, ganz schnell durch und dann geht's direkt los. Alles klar. Genau, also, da stimmt doch wohl was mit der Aufstellung nicht. Man kann dann eigentlich einen Restart-Warm-Up machen, da muss man nicht die ganze Session neu starten, aber das ist jetzt kein so ein Riesenproblem. Und ich sehe jetzt gerade, wir... Ja, jetzt habe ich hier auch einen Restart-Warm-Up. Ganz kleinen Augenblick. Ja, super. Ich hatte vergessen, bei meinem Notebook das Netzteil anzustecken. Jetzt kriege ich gerade Meldung, ich soll da Strom ranstecken, sonst gehe ich aus. Ja, super. Das wäre es jetzt gewesen. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. So. Ich denke mal, wir können wieder auf die Strecke gehen. Das Ganze sollte jetzt soweit da in Ordnung sein. Okay, ja, jetzt gibt es hier keine Qualizeiten logischerweise, weil jetzt hier neu gestartet wurde. Ich weiß es nicht so ganz genau, ob das jetzt hier alles so stimmt. So, genau, jetzt geht's los hier. Die Herrschaften sind jetzt in ihre Formation Lab. Genau, da sind sie alle unterwegs. Ja, ich verlese nochmal die Startaufstellung. Also, Edgar Ostermann auf der 1, auf der 2 Dennis Erner, auf der 3 Martin Schmidt, auf der 4 Dominik Smoll, auf der 5 Fred Dohnke. Dann haben wir auf der 6 Jens Purkott, auf der 7 Olaf Ness, Micha Tröscher auf der 8. Da ist der Micha Tröscher ja der beste Cup-Fahrer. Andreas Braun als zweitbester G-Cup-Fahrer auf der 9. Auf der 10 Markus Farnold. Patrick Flüchsisthaler auf der 11. Auf der 12 Danny Volkert. Auf der 13 Stefan Bäumer, auf der 14 Robin Frischkopf, 15 Chris Pirchecker, Jan Baskenes auf der 16, auf der 17 Arne Bachem, Jens Erner auf der 18, auf der 19 Jürgen Engelhardt, auf der 20 Jari Stark, auf der 21 Micha Pregartner, auf der 22 Ulrich Windmöller, 23 für Lars Borkowski, 24 für Ralf Minwegen, 25 für Jörg Kräfter, 26 für Silas Flüchtisthaler und Jürgen Heinrich hat hier jetzt die rote Laterne im Wildcard-Auto. Ist er unterwegs, der will wahrscheinlich hier mal nochmal Wintersaison-Luft schnuppern, wie auch immer. Ja, wünschen wir ihm alles Gute. So, wir gehen auf die erste Position.
Ampeln müssten gleich angehen. Jetzt. Na, da sind sie. Genau. Und ab geht's hier in Laguna Seca zum ersten von zwei Läufen hier am heutigen Abend mit einem mördergroßen Starterfeld. Das sieht bisher hier gar nicht mal so schlecht aus. Wir gucken mal hier runter. Da kommen die auch noch alle an. So, und hier ist natürlich jetzt die alles entscheidende Kurve. Und die fahren hier ganz, ganz brav um die Ecke. Also schön in zwei Jahren. Upsala, und nur die letzten hier. Da gab es noch eine Karambolage. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist Edgar Ostermann noch vorne. Wurde aber schon hart attackiert von Martin Schmidt. So, die ersten drei hier. Ja, Dennis Erner dann auf der 3. Der wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal hinter den beiden einreihen. Ich gehe mal davon aus, dass der Edgar hier mit dem Martin jemanden hat, der den er so schnell nicht los wird. So, jetzt kommen die hier alle vorbei geflogen. Und jetzt gucken wir uns das hier in der Corkscrew an. Das gucken wir uns jetzt hier an, wie die hier runterpurzeln. Das ist so ein sensationell geiles Bild. Upsala. Ja, und alles geht gut. Alle kommen hier wie am Schnürchen gezogen durch. Also grandios. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und da kommt schon der Erste in die Box. Ob das so gewollt war, weiß ich nicht. Wer ist das? Der Tröscher, wenn es wie mir scheint. Nee, Dominik Smoll. Oh, das ärgert mich sehr, dass den Dominik erwischt. Er war so gut unterwegs. So, Edgar Ostermann nach wie vor in Führung. Vorne hat sich nichts geändert. Ja klar, der Dominik wird jetzt durchgereicht. Das ist kein Thema. Upsala! Oh, was ist da passiert? Was ist da passiert? Wir sind hier aber schon live, oder? Ja. Dennis Erner ist vorne. Wir gehen jetzt mal zurück und gucken mal, was hier die Ursache war. Eieieiei. Ich befürchte, da haben sich... Martin Schmidt war schon durch und ja, da mit so einer, ja, ganz sauberes Überholmanöver hier und damit kommt der Edgar nicht klar. Er hat ihn dann berührt, hat aber auch dann im Nachhinein den Kürzeren gezogen. So, ich glaube, wir sind wieder live. Ja, sind wir. Also, neue Reihenfolge hier an der Spitze: Dennis Erner vor Martin Schmidt und Fred Dohnkel. Jens Purkott ist jetzt auf die 4 vorgefahren, Olaf Ness auf der 5, Patrick Flüttisthaler auf der 6. Edgar Ostermann fällt hier jetzt zurück bis auf die 24. Weiß es nicht, ob er Escape gedrückt hat. Jetzt ist Dennis Erner dran hier an Martin Schmidt. Der hat hier... Nee. Sind das die beiden? Ja. Dennis Erner ist... Nee, das war nicht der Dennis, der da dran war, sondern das war der Martin. Genau. Hat dann nicht gereicht, um da vorbeizugehen. So, wenn es überhaupt irgendwo Windschatten gibt, dann sicherlich hier auf diesem, ja, wie der Jens schon sagte, mit gerade hat das eigentlich nichts zu tun. Aber es ist zumindest ein Stück Vollgas. Hm.
Und der Martin, der ist hier wirklich, fährt hier letzte Rille. Und die beiden haben schon einen kleinen Vorsprung, nämlich ungefähr 3 Sekunden auf Fred Drunke. Der Jens Purkott ist auch 7 Zehntel hinter dem Fred. Also mal schauen, ob der Jens es tatsächlich schafft, hier noch aufs Podest zu fahren mit seinen 22 Runden. Wo wir aber tatsächlich mal hingehen, Hoffnung, dass er keinen Blödsinn macht, ist der Olaf Ness auf der 5. Hier sind natürlich, und da geht noch einiges, da geht auch noch ein bisschen was nach vorne. Also der ist dicht dran an seinen zwei Vordermännern Jens Buck und Fred Drunke. Aber auch dahinter haben wir den Markus van Holt, der ja auch im Quali eine saugeile Leistung abgeliefert hat. Aber jetzt müssen wir mal tatsächlich mal schauen hier, was die da vorne machen. Da ist nämlich gerade der Olaf dran an... Außenrum hier, das wäre natürlich jetzt ein Brüller gewesen. Also Markus van Holt am Olaf Ness dran, Olaf Ness am Jens Pucker dran und upsala, und da stellt das Auto ein bisschen quer. Das kann er nicht nutzen. Da ist zu wenig Platz hier. Und macht jetzt sogar noch einen Fehler. Der jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit kostet, aber ja, so ganz dicht dran ist er jetzt nicht mehr. Oh, jetzt wollte ich mal eigentlich mal nach dem G-Cup gucken und gucke. Gut, dass wir es tun. Auf Platz 9 haben wir den Chris Pirchegger als besten G-Cup-Fahrer. Das nenne ich mal eine Ansage. Den hätte ich jetzt so gar nicht. Und Arne Bachem, der ist von 17 gestartet. Der fährt auf 10. Jetzt komm, hier gib mir die 10. Da ist Arne Bachem. Und wenn er diese Position hält, steht er im zweiten Lauf wieder auf Pol. Das wäre ja echt der Brüller. Also, gut ab. Hat also in den ersten, ja, was haben wir jetzt gefahren, 4 Runden, hat er 7 Plätze gut gemacht. Das wird wohl am Start passiert sein. So. Und der Arne fährt noch vor Robin Frischkopf. Das muss ich mal reintun. Upsala. So, und da steht was Rotes und ich befürchte mal, das ist der Olaf Ness. Nee, das ist der Stefan Bäumer. Entschuldigung. Der Stefan. Gucken wir mal, was er getrieben hat. Da kommt er. Da war er noch nicht so schlecht. Oh, da überbremst das Auto. Da war er wohl etwas optimistisch, hat seinen Bremspunkt etwas spät gewählt und überbremst das Auto. Klassischer Verbremser. Also, ja. Gut. Wir gehen wieder live. Vorne ist noch alles beim Alten. Erna vor Schmidt und Dunkel. So, aber Micha Tröscher fährt die schnellste Rennrunde mit einer 1:21.871. Das ist gerade mal 4 Zehntel langsamer als im Quali, als die beste Quali-Zeit. Und für in der Superpol hätte es für Platz 2 gereicht. So, Martin Schmidt versucht es jetzt außenrum hier. Aber das geht nicht, weil das ist eine Doppellinks. Und ja, da kann man... Die fahren sehr, sehr sauber, alle beide. Und es ist auch sehr schön anzusehen. Aber das ist Verschwendung von Ressourcen. Und er kann nur versuchen, hier den... Gegner innen Fehler zu treiben. Ja, jetzt muss er etwas mehr vom Gas gehen. Das merkt man sofort. Er verliert sofort Boden.
Oh, der Chris Pirchecker, dem ist was passiert. Schauen wir mal, was er da gemacht hat. Jo, der wird getroffen, dem ist gar nichts passiert. Es ist ihm schon was passiert, aber der hat hier von Arne Bachem eine mitgekriegt. Ich denke mal, der Arne lässt ihn dann irgendwann wieder durch, aber nützt nichts. Wir haben hier einen ganzen Pulk von Autos, also grandios zu sehen. Martin Schmidt nach wie vor hinter Dennis Erner. Also der findet da nicht wirklich einen Weg vorbei. Und hier diese Gruppe mal zu zeigen aus dem hinteren Mittelfeld, das ist doch mal viel, viel geiler. Ja, dass der Micha Tröscher natürlich jetzt so abgelost wurde, also mit einem Boxenstopp und auch der Dominik Smoll, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Die Jungs hätten hier vorne in den Top 10 definitiv gefehlt. Jetzt guckt euch das doch bitte an! Was ist das für ein Hammer-Pulk hier? Was für Bilder. Es ist grandios. Das kostet eher Plätze, als dass das was bringt. Wir sind ja tatsächlich ein 12-Stunden-Rennen hier gefahren in Laguna Seca und zwar wirklich ein hammergeiles Event. Noch gar nicht so lange her, Anfang Dezember. So, und hier sehen wir die beiden Kampfhähne um den ersten Platz, Dennis Erner und Martin Schmidt. Hier seltenst mal mehr als 4 Zehntel auf der Uhr haben und Abstand. Jetzt hat hier... Nee, reicht wieder nicht. Reicht wieder nicht. Dennis Erner versteht es, sich breit zu machen, ohne jetzt wirklich Kampflinie fahren zu müssen. Ob das jetzt... Jetzt könnte es passen. Jetzt könnte es passen. Jetzt ist Martin Schmidt auf der Innenbahn. Ist auch besser rausgekommen. Ja, jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Also die, jetzt muss er eigentlich nur die Linie verteidigen. Und jetzt hat er es geschafft. Also da ging ein Fehler von Dennis Erner voraus. Und ja, in der letzten Kurve auf Start und Ziel raus. Im ersten Gang, 90 Grad Kurve. Da hat er es versaut. So, Martin Schmidt damit auf Position 1. So, Jens Purkott auf der 4 hechelt hier dem Fred Dohnke hinterher, der auf der 3 fährt. Und Olaf Ness ist nach wie vor auf Platz 5. Ich bin begeistert. Jetzt lass den bloß mal aufs Podium, weil Flachzange endlich mal ins Interview zu kriegen, das wäre mein größter Wunsch heute. Aber ich glaube, da passt der schon auf. Selbst wenn er jetzt auf Platz 3 vorgespült würde, aus irgendwelchen Gründen, würde er sich wieder zurückfallen lassen, nur damit er nicht ins Interview muss. Er hält sich hier saugut auf dem 5. Platz. Kämpft hier gegen Markus Farnold. Also das ist auch eine super geile Gruppe hier. Wir haben noch 6 Minuten hier zu fahren in diesem ersten Rennen. Upsala, hier Fehler von Farnold, da hat er kurz quer gestanden. Es gibt Olaf Nest wieder ein bisschen Luft. So, und der Dennis lässt dann vorne abreisen. Wobei 8 Zehntel Rückstand jetzt nicht wirklich abreisen ist, aber ich denke mal nicht, dass er sich gegen den Martin Schmidt Wehr setzen will. So, und was sehen wir hier?
Jari Stark gegen Ralf Minwegen auf 12 und 13. Da soll mal einer sagen, nee, ich glaub's nicht. Entschuldigung, Leute, ich glaub's nicht. Stefan Bäumer fährt auf einem momentan ziemlich sicheren 10. Platz. Also er hat Vorsprung auf den Jens Erner ungefähr 5 Sekunden. Das wäre natürlich jetzt ein Brüller. Stefan Bäumer auf Pol, ob er das will, weiß ich nicht. Das ist so ähnlich wie bei Olaf Ness ins Interview kommen. Also die beiden kenne ich nun schon so ewig. Länger als alle anderen hier. Droids on Car Doc Racing heißt das Team. Ja, da sehen wir es. Ganz da hinten kam dann erst der Verfolger. Also, das ist alles richtig gut hier. Jetzt Burkhardt hat auch über eine Sekunde Rückstand auf Redonke auf Platz 3 und 4. Aber Markus van Holt ist dran am Jens. Weil der ist nämlich vorbei am Olaf Ness. So, und so sieht das aus. Kann das aussehen. Da ist jemand langsam. Der Jürgen Heinrich ist das. Ja, und Olaf Ness kann sich hier jetzt, ich denke mal nicht, dass der großartige Dinge tun wird, Manöver fahren wird, der wird einfach in aller Ruhe abwarten, bis die zwei sich rauskegeln und hier geht er vorbei. Boah, hammerhartes Manöver. Hammerhartes Manöver. Markus van Holt geht vorbei an Jens Burkhardt. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, hat er jetzt aber noch richtig zu tun, die sich gegen den Olaf Ness zu wehren, aber da hat er jetzt die bessere Linie gehabt hier. Also, mein lieber Markus, das war jetzt Majestätsbeleidigung. Ich hoffe, du weißt das. Was du da getan hast, war aber echt ein geiles Manöver. Da hat der Jens in dem Moment, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass du da wirklich noch reinstichst. Also, grandios gemacht. Was soll ich euch sagen? Der mit 70 Kilo fahrende Robin Frischkopf ist auf Position 8. Hinter seinem Teamkollegen Patrick Flüglisthaler. Nicht, dass der Patrick seinen Teamkollegen vorbeilässt, aber momentan weiß ich nicht, was der hier macht. Wahrscheinlich liegt das Auto jetzt besser. Ist der Sprit raus. Aber allerdings bei den anderen auch. So, und wir haben die letzten 50 Sekunden. Wir gucken mal, wo der Führende fährt. Ja, Martin Schmidt immer noch gut verfolgt von Dennis Erner. Also mal gerade 6 Zehntel Unterschied, aber gesagt, die Aggressivität und den Speed hat der Dennis jetzt nicht, da direkt anzugreifen. Der Abstand ist groß genug. Wir gehen jetzt in die letzte Runde.
Arne Bachem ist zurückgefallen bis auf die 17. Also der wird definitiv nicht 10. oder 9. Aber Andreas Braun ist bester G-Cup-Fahrer auf der 10 und der würde augenblicklich im Moment auf der Pole stehen im zweiten Lauf. Wir werden mal sehen, ob er den 10. Platz reinfahren kann. Wir gehen mal ganz kurz dahin. Dem steht eigentlich nichts entgegen. Deswegen gehen wir wieder an die Spitze, weil das ist scheinbar, hat der Dennis gesagt, okay, den knacke ich mir jetzt hier in der letzten Kurve, hole ich mir den. Das gucken wir uns jetzt an hier aus dem Cockpit. Dennis versucht es hier mit einer engeren Linie, aber das reicht nicht mehr. Nee, da ist nichts mehr zu wollen. Da steht jetzt auch noch ein Auto. Wer ist das hier? Ulrich Windmöller lässt sich überrunden. Herzlichen Glückwunsch an Martin Schmidt, Platz 1, Platz 2 an Dennis Erner. Und wer wird denn jetzt hier Dritter? Oi, was war das denn? Dohnke und Purkott. Ness kommt hier noch vor. Meine Güte, das kann ja nicht wahr sein. Olaf Ness, Markus Farnold wird Dritter, Olaf Ness Vierter, Jens Purkott Fünfter und Fred Dohnke Sechster. Oh Gott. Aber das müssen wir jetzt hier nochmal uns anschauen, was hier passiert ist. Ich glaube, der Fred Dohnke berührt hier oder den Jens Purkott oder Jens Purkott berührt den Fred Dohnke. Das konnte ich jetzt so genau nicht sehen. Ja, meine Güte. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja hammerhart. So, ich verlese gleich mal noch den Rest. Also, Fred Dohnke wurde 6., 7. Patrick Flüssigthaler, 8. Robin Frischkopf, 9. Stefan Bäumer und Andreas Braun wird 10. Und somit steht er auf Pole im zweiten Rennen. Jens Erner auf der 11. 2. Platz im G-Cup. Ersten hat natürlich Andreas Braun. Dominik Smoll auf der 12. Micha Pregartner auf der 13. Jan Baskenes 14. 15. Jari Stark, jetzt müssen wir noch was gucken. Genau, der Michael Bregartner wird Dritter im G-Cup. 16 für Ralf Minwegen, Arne Bach im 17, Lars Borkowski auf der 18, 19 für Danny Volkert. Gott, oh Gott, ist der zurückgefallen. Haben wir gar nicht mitbekommen, was dem passiert ist. Jürgen Engel hat 20, Micha Tröscher 21, 22, Chris Pirchecker 23, Silas Flüglisthaler, gar nicht mal schlecht für sein erstes Rennen, Ulrich Windmöller auf der 24, 25, Jürgen Heinrich 26, Jürg Kräfter und Edgar Ostermann ist ausgeschieden in Runde 10. Genau. So. Bevor jetzt der Jens wieder ganz schnell Server umschaltet, gehen wir mal hier wieder auf unser Plakat und verharren der Dinge, die da jetzt kommen, nämlich Serverumschaltung und Startaufstellung. Dann sehen wir nochmal 5 Minuten Warm-up und dann geht's ab ins Hauptrennen. Genau. Aber ganz besonderer Glückwunsch natürlich hier an Jungs Stefan Bäumer und Olaf Ness. Also ich glaube, das ist das Beste, was sie bis jetzt hier eingefahren haben. Also ziemlich coole Nummer, muss ich sagen.
So, der Edgar kommt wieder mit ins zweite Rennen. Das freut mich sehr. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen umzuschalten. Ich warte nur, bis wir hier in der richtigen Session sind. Und Stefan Hauenstein kommt noch dazu. Aber mit einem Mismatch. So, willkommen zurück. Kleiner Hinweis noch an unsere Zuschauer, die hier wirklich mit sehr treu hier zuschauen. Wir werden am 28.02. den racemedia.org Video-Server abschalten. Das heißt, alle dort gehosteten Videos sind dann weg. Ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr dort noch Videos wollt, es gibt dort einen Download-Button jetzt direkt in der Mediathek. Also wenn ihr euch ein Video ausgesucht habt, könnt ihr es dort downloaden. Und ja, dann tut das bitte. Also rechtzeitig und ladet euch runter, was ihr da runterladen wollt. So, ja, da fahren auch tatsächlich noch ein paar Leute raus. So, wenn jetzt der Silas Flüglichsthaler noch wieder mit reinkommt, dann hätten wir jetzt hier 28 Fahrzeuge. Das wäre natürlich eine ziemlich coole Nummer. So, hier haben wir den Yari Stark. Der ist hier mal unterwegs. Dann gucken wir mal, was der. Der hat ja eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Finde. Ist letztendlich dann nur in Anführungsstrichen auf Platz 15 gelandet, war aber auch zwischenzeitlich schon mal in den Top 10. Da fehlt halt noch so ein bisschen die Routine. Da passiert noch zu viel. Ja. An Berührung, Drehern, wie auch immer.
Oh, die Startaufstellung wäre jetzt, hat man ja schon erwähnt, in umgekehrt, die Top 10 starten in umgekehrter Reihenfolge. Und das würde bedeuten, Andreas Braun und Stefan Bäumer stehen in der ersten Startreihe, dahinter Robin Frischkopf und Patrick Flüglisthaler, Fred Dunke und Jens Purkott in der dritten Startreihe, vierte Startreihe für Olaf Ness und Markus van Holt und der fünften dann Dennis Erner und Martin Schmidt. Ab Platz 11 geht es dann weiter, ja, wie der Zieleinlauf im ersten Rennen war, Jens Erner auf 11, Dominik Smoll auf 12, Micha Pregartner auf 13, Jan Baskenes 14, 15 Jahre stark, 16 Ralf Minwegen, 17 Arne Bachem, 18 Lars Pakowski, 19 Danny Volkert, Jürgen Engelhardt auf der 20, Micha Tröscher 21, Chris Pircheker 22, Lars Flüglisthaler auf der 23, Ulrich Windmöller auf der 24, Jürgen Heinrich 25, 26, Jörg Kräfter 27, Edgar Ostermann. Und ich sehe, Jürgen Heinrich und Jürgen Engelhardt sind runter vom Server. Wir hätten jetzt momentan 26 aktive Fahrzeuge. Jetzt nicht so ganz schlüssig. Irgendwie ist man jetzt hier nochmal. Wartet man jetzt hier, glaube ich, im Qualifying. So. So, jetzt. Wir gehen nochmal in unser Plakat und gucken mal, was hier gerade passiert. Ja, Jürgen Heinrich kommt wieder dazu. Und Silas Flüglisthaler hat das Spiel verlassen. Jetzt hat er es betreten. Jörg Kräfter hat das Spiel verlassen. Also hier wird tatsächlich immer einer rausgeschmissen. Wir sind jetzt nochmal im Warm-up, da wo wir eben schon mal die ganze Zeit waren. Jetzt hoffen wir mal, dass derjenige fahren kann. Ansonsten würde ich den Server verlassen und als Zuschauer joinen, wenn das eingestellt ist. Müsste aber mir jemand sagen. Dann haben wir zwar kein Scoring, aber gut, ich habe ja, ich kann das ja hier, beziehungsweise kein TV-Style-Plugin, aber das wäre das kleinere Übel. So, jetzt kommt Jörg Kräfter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wieder jemand anders rausgeschmissen wird. Startaufstellung wird gemacht. Geht man hier ganz schnell ins nächste. So, wir sollten jetzt im Rennen sein. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf die Strecke. Und ja, komm. Strecke, komm. Da ist sie. Genau. Ja, was ein Hammer. Andreas Braun als G-Cup-Fahrer steht hier auf der Pole im zweiten Rennen. Und Olaf Ness, Stefan Bäumer steht auf Position 2. So, jetzt kommen die hier, gucken wir uns das mal an. Die Formation Lab, den Start. Ja, auch immer ein schönes Bild, wenn hier so eine Hammelherde vorbeikommt. ...28 Autos sind am Start zu diesem zweiten Rennen. Andreas Braun hier auf der Position 1, Platz 2 für Stefan Bäumer. Platz 3 für Robin Frischkopf. Auf der 4 Patrick Flüglisthaler. Fred Dunke auf der 5. Auf der 6 Jens Purkott. Auf der 7 Olaf Ness. Auf der 8 Markus van Holt. Auf der 9 Dennis Erner. Und Platz 10 für Martin Schmidt.
Jens Erner auf der 11, auf der 12 Dominik Smoll, auf der 13 Michael Bregartner, auf der 14 Jan Vaskenis, Platz 15 für Jari Stark, Ralf Minwegen auf der 16, auf der 17 Arne Bachem, auf der 18 Lars Borkowski, 19 für Danny Volkert, 20 für Jürgen Engelhardt, 21 für Micha Tröscher, Chris Pürchegger auf der 22, auf der 23. Moment. Ja, Silas Flüchtlisthaler, Entschuldigung. Auf der 24 Ulrich Windmöller, auf der 25 Jürgen Heinrich, 26 Jörg Kräfter, 28 Edgar Ostermann und 28 Stefan Hauenstein. Der hat es dann noch geschafft, seine Installation zu sinken. Da gratulieren wir ganz herzlich zu. So, und der da noch in der Box steht, das ist der Wildcard Ferrari von Simrace TV. Genau. So, da sind die Ampeln. Und wir sind gespannt hier auf den Start zum zweiten Lauf. Oh, da wird einer angeschoben. Der führende Andreas Braun kriegt hier gleich eine mit und wird durchgereicht. Oh, wie bitter, wie bitter, wie bitter. Er kann sich hier irgendwo im Mittelfeld wieder einordnen. Aber das ist natürlich bitter. Wir schauen nochmal, ob wir das hier nochmal sehen können, was da passiert. Er kommt hier schlecht weg mit durchdrehenden Rädern und der Drittplatzierte, das war glaube ich der Robin Frischkopf, gibt ihm hier einen mit und jetzt kommt er hier nochmal raus. Da konnte jetzt keiner weiter was dafür und dadurch verliert er so viele Plätze. Ja, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Wir gucken an die Spitze, weil, kann ich das sprechen in einem Satz? Stefan Bäumer führt in einem regulären Rennen. Ich glaub's alles nicht. Ich glaub's alles nicht. Robin Frischkopf dahinter mit 70 Kilo Zusatzgewicht. Das ist schon mal der Brüller an sich. Auf der 3 Patrick Flüglisthaler, auf der 4 Fred Donke, 5 Olaf Ness, 6 und jetzt geht's hier aber rund. Jens Burkert, dann direkt dahinter Markus van Holt, Martin Schmidt auf der 8, Dennis Erner auf der 9, Dominik Smoll ist schon 10. Und da gehen wir mal ins Cockpit von dem Dominik, weil ich weiß, dass der hier einiges könnte. Er hat im ersten Rennen nur wieder tierisch Pech gehabt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber er musste in die Box. Ob er eine Strafe bekommen hat, weil er vielleicht einen Frühstart gemacht hat oder was, ich kann es nicht sagen. Unfair, da habe ich eigentlich keine gesehen, dass er sich da irgendwie das Auto beschädigt haben könnte. So, hier ist natürlich jetzt Action an allen Ecken und Enden. Ja, da geht's voll zur Sache hier. Wo wünscht man sich das? Mein Gott, guckt euch diese Bilder an. Ist das nicht fantastisch? Stefan Bäumer führt mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Robin Frischkopf. Ich weiß, dass der Robin da keine Verwandten kennt. Der würde, wenn er könnte, gnadenlos am Stefan Bäumer vorbeigehen. Danny Volkert fährt die schnellste Rennrunde, 1:23:1:29. Da wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen was gehen, denke ich mir. Und hier der Zweikampf zwischen Olaf Ness und Martin Schmidt. Mit Dunkel noch davor.
da unten kommt einer ein bisschen von der vom Weg ab. Jo. Aber das nützt nichts. Er kommt hier nicht vorbei. Es ist hier keine Möglichkeit zu überholen. Die äußere Linie ist zu weit. Und Martin Schmidt jetzt hier mit einem... Ja, das ist... Hat nicht wirklich Zeit gekostet. Nur ein paar Meter. Olaf Ness versucht es jetzt hier. Nee, macht er nicht. Dafür macht er aber schön die Tür zu für Martin Schmidt. Und kommt auch gut durch die Kurve. Gibt's jetzt hier einen Angriff von Schmidt? Aber nein, ist... Nein, gibt's nicht. Jo, Herr Schmidt. Hoppsala. Jo. Hallo, hallo, nach vorne. Hallo, hallo, nach hinten. Und alle sind in der... Weiterhin in der Reihenfolge. Jetzt aber der Angriff von Schmidt. Aber Ness hält dagegen. Lässt Platz. Ist da fair. Aber ich fürchte, in der nächsten Kurve ist Schmidt vorne. Genauso ist es. Ja. Jo. Wer hat denn da noch Willens, da vorbeizukommen? Jens Puckert. Na, mein lieber Jens. Da wollen wir doch mal nicht zu forsch werden. Guck lieber nach hinten. Weil, da jetzt sind wir im Heck. In der Heckkamera von Jens Puckert. Naja, der hatte eine. Ja, er versucht die... Oh, und jetzt kriegt er eine mit. Jetzt kriegt er eine mit. Das war ein Rennunfall. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Er versucht hier außen an. Jo, und da kommt der... Ja, es ist... Ja, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Also vorbei war er in dem Sinne noch nicht, weil der Ness muss ja auch irgendwo hin. Der hat auch wahrscheinlich nicht damit gerechnet, kommt hier ein bisschen quer. Und dann haben wir hier den Markus Fahnold, der ihn dann trifft. Ja, und damit dürften die Podesthoffnungen für dieses Rennen hier erstmal erledigt sein. Und jetzt verursacht er hier gegen Micha Bregartner. Ja, beim Zurückfahren war der wohl etwas verwirrt. Ich glaube, eine Berührung hat es da nicht gegeben. Aber Micha Bregartner wird da auch noch mit Leidenschaft gezogen. Ärgerlich, aber passiert. Ich würde mal sagen, das sind alles mehr oder weniger Rennunfälle. Jens Burkhardt dafür jetzt auf 17, also gut. So, damit hat sich das hier vorne so ein bisschen geklärt. Es führt immer noch, und zwar in Runde 4. Hallo, 4 Runden lang, 4 Führungsrunden für Stefan Bäumer. Ich kann das gar nicht glauben. Und Robin Frischkopf ist an ihm dran. Ich hoffe, dass der Stefan das gebacken kriegt mit dem Boxenstopp. Er kann den Robin deswegen hinter sich halten, weil der Robin halt mit sehr, sehr viel Zusatzgewicht, mit 70 Kilo unterwegs ist. Martin Schmidt jetzt schnellste Rennrunde, 22.493. So, und Flüglichsthaler, der Patrick Flüglichsthaler auf der 3. Martin Schmidt mittlerweile auf 4. Auf der 5 haben wir Fred Dohnke, auf der 6 Dominik Smoll. Auf der 7 Markus Fahnold, der jetzt auch irgendwie vorbeigekommen ist an Olaf Ness. Der ist noch auf 8, wird aber ganz hart bedrängt hier von Dennis Erner. Auf der 9 haben wir den Jens Erner, der ist schön nach vorne gekommen. Jan Baskenes auf der 11, auf der 12, Danny Volkert, auch der ist richtig gut nach vorne gekommen. Auf der 13 Arne Bachem, auf der 14 Micha Tröscher, auf der 15 Jens Purkott, 16 Stefan Hauenstein. Oh, der hat natürlich auch schon 10 Plätze gut gemacht, 11. Andreas Braun auf der 17, auf der 18 Jari Stark. 19 Ulrich Windmöller, 20 Chris Pirchegger, 21 Ralf Minwegen und hier ist überall Action. Lars Bokowski auf der 22, Edgar Ostermann auf der 23, der hat nicht so viel Glück gehabt am Start. Jörg Kräfter auf der 24, kriegt gerade eine mit von
jetzt auf 24 fahren Jürgen Engelhardt, somit Jörg Kräfte auf der 25, auf der 26 Michael Bregartner, der ist natürlich durch den Ausrutscher jetzt sehr weit zurückgefallen. Und dann haben wir den Silas Flüglichsthaler auf der 27, Jürgen Heinrich auf der 28 ist ausgeschieden. So, und hier vorne ist alles beim Alten. Die beiden Führenden haben schon gehörig Vorsprung, nämlich über 5 Sekunden. Ja, und Martin Schmidt fährt jetzt dann erstmal ran an den Patrick Flüglichsthaler. Ich gehe mal davon aus, dass er den kriegt, aber hier vorne an der Spitze ist es nicht wirklich interessant. Also Dominik Smoll auf 5. Ich habe gesagt, der H kann hier was reisen, da war er noch auf 10. Jetzt fährt er auf 5. Markus Farnold auf der 6 und jetzt haben wir eigentlich so die Gruppe, wo immer was los ist, in jedem Rennen. Fred Dunke auf 7, Olaf Ness auf 8, Dennis Erner auf 9. Und da hinten kommen dann Jan Vaskenis und Jens Erner. Aber die sind noch nicht so wahnsinnig interessant. Wir gucken uns das jetzt mal hier an. Wir sind jetzt bei Dennis Erner im Auto. Hier ganz dicht dran, aber das geht nicht. Das geht nicht. Auch nicht außenrum. Das ist absolut unmöglich. Ich kann kaum mich erinnern zu können, dass wir im GT3 Cup hier ein Überholmanöver gesehen haben. Aber da muss wirklich alles passen. Also nicht, wenn man so Rennen fährt. Was der Olaf hier macht. Jetzt versucht er es hier innen. Das reicht wieder nicht. Er muss das Auto so weit zusammenbremsen. Aber jetzt passt es. Jetzt passt es. Saugeil gemacht. Hammer, geiles Manöver. Ganz ehrlich, das war das schönste Manöver, was ich bis jetzt gesehen habe. Links antörschen und mit rechts in die Kehle treten. Grandios gemacht. Und der Fred Drunke war so erschrocken, dass er jetzt gleich mal etliche Zehntel verliert. Olaf Ness damit wieder auf Platz 7 zurück. So, und dann haben wir hier das nächste Duell mit Markus Farnold, der hier alles versucht, um an Dominik Smoll vorbeizukommen. Aber der Dominik ist ja erstmal schließlich dahin gefahren. Also muss man ja auch sagen, da treffen zwei aufeinander, die absolut ebenbürtig unterwegs sind. Auch wenn es momentan so aussieht, dass der Markus vielleicht einen Ticken schneller fahren könnte. Aber hinterher fahren kann eigentlich jeder. Dennis Erner ist an der Box. Das ist, glaube ich, der Erste, der hier seinen Boxenstopp macht. Wird dann jetzt auch mal gleich direkt durchgereicht. Wahrscheinlich sogar bis ans Ende des Feldes. Dominik Smoll kämpft nach wie vor mit Markus Farnold.
Meine Damen und Herren, freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen. Naja, es ist noch nicht ganz Halbzeit, aber nach 9 Runden führt Stefan Bäumer nach wie vor dieses Feld an. Ein Feld mit gestarteten 28 Fahrzeugen, derzeit noch 26 im Rennen. Und er führt vor Robin Frischkopf, vor dem Meisterschaftsführenden. Auch wenn der Robin hier vielleicht nicht schneller kann, aber ich drücke dem Stefan sowas von die Daumen. Cockpit von Robin Frischkopf. Und der Bäumer macht einen atemgeilen Job. Jetzt lässt er ihn durch, oder? Nee. Geht's ihm? Oh, ja, 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 ja. Das ist ja wirklich hammerhart. Das ist ja wirklich hammerhart. Ja, unglaublich. Gehen wir mal weiter. Martin Schmidt ist mittlerweile Dritter. Er ist vorbei an Flüglichzahler, aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war zu erwarten. So, jetzt hat sich das hier ein bisschen auseinandergezogen. Aber auf der 8, Jan Baskenes hat hier Spaß mit Micha Tröscher. Und wenn der Micha jetzt endlich mal ja richtig nach vorne käme, würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, weil der ist hier auf der Strecke richtig gut unterwegs. Da hat er einen kleinen Fehler gemacht. Das wird dann wieder dazu führen, dass er jetzt Ende der Startziele nicht angreifen kann. Nochmal weiter. Also sie fahren jetzt hier ganz gesittet. Edgar Ostermann ist jetzt dann schon vorgekommen bis auf die 13. Und unser Polesetter Andreas Braun leider, leider, leider nur auf 15. Hey, Flüglichzahler Junior vermute ich mal. Ja, noch nicht so ganz sattelfest. Oh, Danny Volkert ist raus. Ja, Stefan Bäumer. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben, wer hier macht. Er hat hier mittlere 22er Zeiten. Ist damit ja nicht zwingend der Schnellste, aber schneller sind, können nicht schneller, weil sie irgendwo im Pulk sind. So, Micha Tröscher kommt in die Box. Ziemlich genau bei Halbzeit. So, wenn er die Runde hier
noch schafft, hat er das halbe Rennen geführt, vom Start weg. Natürlich ein bisschen begünstigt durch den Rempler von Robin Fruschkopf gegen Andreas Braun. Aber da würde ich sagen, wenn es da überhaupt eine Schuldfrage zu klären gäbe, wäre das 50-50 für mich, weil der Andreas da will zu... Oh nein! Nein, das ist nicht wahr! Oh, das kann nicht wahr sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mensch, Junge. Nee, ich gehe jetzt hier weg. Ich weiß, das ist ein schlechtes Zeichen. Also er wird sehr wahrscheinlich den zweiten Platz auch noch abgeben an Martin Schmidt. Da machen wir uns nichts vor. Schade, ich es finde. Martin wird es mir nachsehen, diese Aussage. Aber wenn ich es irgendjemand gegönnt hätte, hier dann dem Stefan. So, und hier haben wir natürlich wieder ein schönes Duell. Patrick Flüglisthaler gegen Markus Farnold. Und da ist auch noch der Olaf Ness hinten dran, der mittlerweile wieder auf der 6 fährt. So, da kommen jetzt doch schon etliche jetzt zum Boxenstopp. Und da biegt der Kontrahent ab in die Box. Patrick und auch der Olaf Ness geht in die Box. Ja, was soll man sagen? Der 70 Kilo behaftete Robin Frischkopf führt. Stefan Bäumer auf der 2. Und so wie es aussieht, ist auch der Martin Schmidt in die Box gegangen. Weil wir haben Markus Farnold auf der 3, auf der 4 Fred Dohnke. Platz 5 für Jan Baskenes, aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht machen. Edgar Ostermann ist dadurch jetzt natürlich auch sehr weit nach vorne gespült worden. Muss halt jetzt fahren, solange er freie Bahn hat und gute Rundenzeiten fahren kann. Wenn seine Reifen das noch mitmachen, dann muss er sehen, dass er hier möglichst lange draußen bleibt. Und sich nicht in irgendwelche Beikämpfe verstrickt. Das müsste aber nur... Ja, das ist eine Überrundung. Das ist der Jörg Kräfter. So, und den lässt er jetzt ziehen. Das hat er sehr, sehr schön gemacht, der Jörg. Jetzt haben wir so eine Phase, wo nicht allzu viel, ja, wo man ja gar nichts sagen kann. Und aber Stefan Bäumer ist gerade wieder in Führung gegangen. Weil? Nein. Nein! Das kann nicht wahr sein. Der hat einen Disconnect. Das gibt's doch gar nicht. Hier fährt er noch. Ja, und da passiert's. Steht da mit einer Null. Das ist so bitter, das kann ich gar nicht. Nee. Oh Gott, wird der Frust schieben jetzt. Stefan Bäumer ist did not finish. Um den Sieg fahrend. Bis zur Hälfte des Rennens hat er hier geführt. Hat sich vor Robin Frischkopf behauptet. Also das tut mir sowas von leid, das gibt's gar nicht. Uff,
Ja, Robin Frischkopf kommt in die Box. Das Beste, was er jetzt tun kann, ist seinen Kontrahenten los. Den Martin Schmidt wird er nicht halten können, da bin ich mir ziemlich sicher. Gucken wir mal, ob er vor Schmidt wieder rauskommt. Dunke kommt da hinten auch in die Box. Hier kommt Paskenis. Da hinten müsste jetzt Schmidt sein. Nee, das ist Edgar Ostermann. Oha. Also das war ein relativ kurzer Boxenstopp hier von Robin Frischkopf. Wenn ich das richtig sehe, kommt der auf Platz 3 wieder raus. Martin Schmidt ist 2 Plätze dahinter. Und hat gut 5 Sekunden Rückstand. Ja, 4,5. Wow. Na ja, gut, der Abstand war ja auch vorher schon irgendwie 2,5, 3 Sekunden. Also von daher. So, aber das wollen wir auch nicht verschweigen. Jan Paskenis, auch wenn er noch nicht an der Box war, führt. Hat hier Führungskilometer absolviert. Ich glaube, das tut ihm auch mal wieder ganz gut. Ja, und Edgar Ostermann macht das einzig Richtige. Bleibt draußen, solange es irgend geht. Ja, das ist lustig. Also Robin Frischkopf ist hier dran an Edgar Ostermann. Allerdings war Edgar Ostermann noch nicht in der Box. Klar, der ist von ganz hinten gestartet. Und ja, jetzt haben sie dann doch noch einen kleinen Fight, die beiden alten Rivalen. Jetzt führt der Edgar. Nachdem der Jan Paskenis in der Box war. Und der Jan wird momentan durchgereicht. Jetzt wird auf 13 ist er wieder rausgekommen. Also, das ist natürlich, ja. So, wir gehen aber mal wieder zu Markus Farnhold. Der macht nämlich hier richtig Druck auf den Dennis Erner. Thank you.
Ja, der Markus hat sich hier relativ schnell gut zurechtgefunden. Das hat tatsächlich hat einen tollen Werdegang hier hingelegt. Tolle Karriere. Also fährt jetzt hier wirklich in der Spitzengruppe mit. Durchaus siegfähig, wie ich glaube. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten zu fahren. Der Edgar ist immer noch draußen. Ich glaube, dass, wenn wir mal, wenn ich mich zurückentsinne, ich glaube, 7 Minuten war mal, also 7 Minuten Restzeit, war das längst, der längste Sinn, den ich hier bisher gesehen habe. Also 33 Minuten. Allerdings achte ich nur nicht bei jedem Rennen so pingelig drauf. G-Cup haben wir ganz vergessen. Das liegt daran, dass da momentan die G-Cup-Jungs doch ganz schön weit nach hinten sind. So, der Edgar ist jetzt in der Box. Und Robin Frischkopf führt. So, der Edgar kommt jetzt hier auf der 11 raus. Kann er die Position halten? Sieht so aus. Ja. Kommt da knapp vorm Jan Vaskenes raus. Ja, wie gesagt, Robin Frischkopf. Ich denke mal, damit hat er nicht gerechnet. Wir werden ihn nachher fragen im Interview. Und ob er das Rennen jetzt als Sieger beendet, das bleibt auch abzuwarten, weil Martin Schmidt ist mit deutlich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die Seite nicht mehr offen, aber wenn, dann hat er nicht allzu viel Gewicht. Und der wird bei seiner Performance den Robin schnappen hier noch auf den letzten Runden. Ja, Dominik Smoll auf der 3. Das ist eine Sache, die freut einen natürlich. Aber hier ist auch noch nichts gegessen, weil Dennis Erner und Markus Farnold hier noch nach wie vor drücken. Die sind hier dicht dran und da haben wir wirklich noch eine richtig spannende Dreiergruppe. Genau, was ich nämlich vorhin sagen wollte, G-Cup, da haben wir nicht so sehr drauf geachtet, weil kein G-Cup-Fahrer ist derzeit in den Top 10. Micha Tröscher auf der Gesamtrang 12 für Jürgen Engelhardt Gesamtrang 13 und Andreas Braun Gesamtrang 14. Die drei fahren da hintereinander her. Wobei der Micha Tröscher einen Vorsprung hat von gut 6 Sekunden auf den Jürgen Engelhardt. Und der wiederum 1,5 Sekunden auf den Andreas Braun. Da sind wir mal gespannt, ob der Dominik den dritten Platz reinfahren kann. Wäre natürlich eine großartige Geschichte. Sehe ich das richtig, dass der Ralf Minwegen noch nicht in der Box war? Nee, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil der Jürgen Engelhardt wäre dann demnach auch nicht in der Box gewesen. Allerdings ist der Jürgen Engelhardt mit Gesamtplatz 13 auch sehr, sehr gut unterwegs für seine Verhältnisse. Somit könnte ich mir vorstellen, dass der noch so. Stefan Hauenstein geht vorbei an Fred Dunke. Schauen wir mal, ob wir das Manöver noch kriegen. Ja, ich glaube, das sehen wir hier nochmal. Wir sind im Replay. Genau.
Ja, da lässt er dem Dunkel keine Chance, setzt sich innen daneben und Dunkel, wenn er keinen Unfall bauen will, muss ihm da ein bisschen Platz lassen. Er war daneben, astreines Manöver. So, wenn ich das hier richtig sehe, hat er jetzt auch gleich noch Spaß mit Edgar Ostermann. Wir wissen ja, der Edgar fackelt nicht lange. Also Hauenstein und auch Ostermann, die von ganz hinten gestartet sind. Hier richtig gut nach vorne gekommen. So, vorne hat es einen Führungswechsel gegeben, ich glaube gerade eben. Nee, ist schon ein bisschen länger her. Ja, also Robin Frischkopf hat die erste Position abgegeben an Martin Schmidt. Das war zu erwarten, das haben wir schon zweimal angekündigt, also über zweimal drüber geredet. Das war, ja, zu erwarten einfach. Ja gut, also zu dritt geht es hier nicht durch diese Ehre, aber Dennis Erner ist jetzt vor Markus Farnold und Olaf Ness, ja, der fährt dem Ganzen noch ein bisschen hinterher, aber Dominik Smoll behauptet sich auf der dritten Position. Jetzt ist es allerdings so, dass der Dennis hier dran ist am Dominik. Jetzt guckt euch das an, guckt euch das an. Das ist nichts für Epileptiker. Gruppe, muss ich ehrlich sagen. Also heute mal wieder ein ausnahmslos wirklich schöner Renntag, wenn nicht dieser Makel des Ausfalls von Stefan Bäumer da wäre, der mich richtig annervt. Also das ist wirklich, hoppala, hier kleiner Quersteher von Dennis Erner. Dennis kann jetzt wieder ein bisschen weiter nach vorne, also ein bisschen mehr nach vorne gucken statt nach hinten. Wo jetzt so wirklich ist das auch nicht der Fall. Ui, der Herr Ness wird jetzt auch langsam unkonzentriert. So, wir haben noch 2 Minuten. Ich lasse euch hier auf dieser Gruppe. Ich schaffe es leider nicht, die 2 Minuten hier permanent am Mikrofon zu bleiben und sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Wir gucken mal eben, wo der Führende ist. Der kommt jetzt hier runter und ist... Na, das... Da hat er noch ein bisschen.
Kommt jetzt hier durch die Corkscrew. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er jetzt noch eine Runde schafft. Müsste aber eigentlich. Also er müsste jetzt noch vor Ablauf der Zeit. Ja, ja, definitiv. Kommt er da noch rum? Dann gehen wir nochmal. Hier, was ist denn jetzt passiert? Olaf Ness ist jetzt auf der 5. Was ist mit dem Dominik passiert? Dominik Smoll muss irgendeinen Vorfall gehabt haben. Hat sich hier auf die 6 verabschiedet. Das ist... Oh Mann, ey. Schmidt auf dem Weg zum Doppelsieg. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen, dass hier jemand beide Läufe gewinnt. Große Verschiebung sollte es nicht geben. Zwischen 14, 15 und 16 ist noch jede Menge los. Da gehen wir, ja, kann man jetzt nicht wirklich zeigen, weil das jetzt hier die letzte, ja, Runde ist für den Sieger des zweiten Laufs und dem Sieger des ersten Laufs. Herzlichen Glückwunsch auch noch einmal für Martin Schmidt. Platz 2 geht an Robin Frischkopf. Das kann man auch nicht hoch genug loben. Und ja, wer wird hier Dritter? Ja, der freut sich schon ziemlich doll. Dennis Erner, herzlichen Glückwunsch. Platz 4 für Markus Fanold, Olaf Ness. Da muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich auch sehr. Entschädigt so ein ganz kleines bisschen, aber nicht wirklich für den Ausfall von Stefan Bäumer, weil der wäre normalerweise hier aufs Podest gefahren. Ja, Dominik Smoll auf der 6, auf der 7 Edgar Ostermann, auch eine großartige Leistung, von ganz hinten gestartet, vom vorletzten Platz. Kommt vor Patrick Flüchtigstaler und Stefan Hauenstein ins Ziel. Jan Paskenis auf der 10, Micha Dröscher auf der 11. Auf der 12 Andreas Braun, ja Moment, Micha Tröscher, bester G-Cup-Fahrer, Andreas Braun Platz 2 und Arne Bachem auf der 3. Ja, Arne dann Gesamtrang 13, 14, Chris Pirchegger 15. Wo sind wir jetzt hier? Bei Jens Erner, das ist richtig. Jari Stark dann auf der 16. Auf der 17 Micha Bregartner, auf der 18 Lars Prokowski, 19 Fred Dohnke, der ist nochmal richtig zurückgefallen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. 20 Jürgen Engelhardt, was macht der nochmal? Der kommt hier nochmal aus der Box oder wie oder was? 21 Ralf Minwegen, ich hatte ja komplett vergessen, durch die Box zu fahren. 22 Jens Purkott. 23 Jörg Kräfter, Ulrich Windmöller auf der 24, Stefan Bäumer aus, der Ulrich ausgefallen, Stefan Bäumer ausgefallen, Silas Flüchtigstaler ausgefallen, Danny Volkert raus und Jürgen Heinrich. Not finish. Ja, meine Damen und Herren, das war unsere Show vom Mazda Raceway Laguna Seca. Bedanke mich ganz herzlich. Aber ihr sollt noch nicht gehen, sondern ihr sollt jetzt noch unseren Interviews lauschen. Dazu schalten wir um aufs Plakat. Oh, irgendwie raschelt es hier schon bei mir. Also geben wir den Ganzen mal irgendwie ein paar Minütchen. Ein paar Sekündchen. Dass die Gelegenheit haben, sich zu sammeln, hierher zu kommen.
gekommen war, zu den Interviews hier. Ich sehe, die Bude ist voll. Man merkt es auch gleich, es riecht gleich ein bisschen anders, so ein bisschen ungewohnt. Aber gut, die Jungs sind natürlich alle ein bisschen verschwitzt. Ja, mein Gott, mal wieder ein richtig, richtig schöner Renntag. Ich nehme es gleich vorweg. Also zumindest im zweiten Rennen dem Podest so zu gratulieren, fällt mir heute sehr, sehr schwer, weil mein Freund, muss ich ganz klar sagen, ja, der Stefan Bäumer, den ich schon jahrelang kenne und mit dem ich schon sonst was erlebt habe, der hier wirklich auf Podestkurs war, das, ich denke mal, das werden auch die, die aufs Podest jetzt gekommen sind, auch nicht abstreiten, durch einen Disconnect aus dem Rennen geflogen ist. Klar, er hat kurz vorher einen Fehler gemacht, ob er da schon Leck gehabt hat, weiß ich nicht. Ist da zur Halbzeit vorne gewesen. Also Stefan, falls du hier noch zuhörst, bist hier heute mein heimlicher Held und ich denke mal, das geht in Ordnung, wenn ich das hier so sage. Genau. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Siegern des ersten Laufs, zu den Podestfahrern des ersten Laufs. Da muss ich ganz klar sagen, ja, Markus, herzlichen Glückwunsch. Ich denke mal, danke, insgesamt danke. Heute, auch mit dem Ergebnis vom zweiten Lauf, das kann man ja durchaus erwähnen, vierter Platz, zweiten Lauf, ein super Quali gefahren, alles in allem, ich denke mal, richtig gut zufrieden heute, oder? Auf jeden Fall und klitschnass. Ja, das gut, ich glaube, zur Rennaction müssen wir relativ wenig sagen, weil alle, die da vorne rumgefahren sind, vielleicht jetzt so die ersten zwei im zweiten Lauf, die haben es etwas ruhiger gehabt. Der Martin nicht ganz so, der musste sich erstmal durchkämpfen, aber da kommen wir noch hin. Markus, trotzdem ganz kurz erstmal zum ersten Lauf. Da ging es ja wirklich rund. Ja, war heftig. War knackig. Es ist auch verdammt schwer, hier einfach mal irgendwie sauber wirklich vorbeizukommen. Ja, Überholmöglichkeiten gibt es kaum. Ich habe mir ein Häkchen hingemacht. Ich hoffe, das war jetzt beim richtigen Namen. Markus, du hast, glaube ich, ein ziemlich cooles Manöver, ich glaube, gegen den Jens gefahren. Ja, ich glaube, das war gar nicht so cool. Nee, nicht das am Schluss, sondern ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber da gab es keine Bührung. Das war in der letzten Kurve auch. Okay, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Gut, okay, dann lassen wir da dann, bevor ich jetzt irgendwelchen Verwechslungen erliege, dann lassen wir das erstmal. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, über die Saison betrachtet mit Sicherheit eines der schönsten, war es auch das schönste Rennen? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Nicht zuletzt die 6 Wochen, die wir im letzten Jahr hier fahren mussten. Ich glaube, das war noch so ein bisschen im Hinterkopf gespeichert. Ja. Okay. Ja, keine Frage. Also freut mich sehr für dich, für dieses Wochenende oder für diesen Renntag, dass das so erfolgreich abgegangen ist. Gibt auch schön Pünktchen. Also schauen wir mal, wie das nächste Mal aussieht. Ja, genau, das hast du dir auch verdient. Genau, kommen wir zum Dennis, weil den können wir nämlich jetzt auch gleich zweimal gratulieren, nämlich einmal Platz 2, einmal Platz 3, Rennen 1 und 2, Dennis, Dennis Erner, Dennis, alles gut bei dir, was soll ich sagen, ich meine, jetzt im letzten ging es ja nochmal richtig rund. Ja, ich bin fix und fertig, ich bin irgendwie total zitterig da, weil das war schon der Hammer. Heul nicht rum, es geht allen so heute. erzähl jetzt. Also zum Schluss ja, jetzt war ja wirklich... Oder? Nee, zum also gut, das erste, das war ja sowieso Kuddelmuddel ohne Ende, da ging es ja nur vor und zurück, aber das zweite jetzt, das hat mich schon mit Markus und mit Olaf und mit Dominik, ich habe leider nicht gesehen, was ist mit Dominik passiert. Ja gut, das zweite Rennen, da waren wir ja im Riesenpulk, ich glaube ich 9. oder was. Und die haben mich dann, klar, die haben sich ja gegenseitig all aufgehalten. Und da dachte ich, weißt du was, komm, fährst in eine Box. Ich glaube, bei der 30. Minute oder so war das. Hab den, ich glaube, 80 Liter reingetankt oder 90 und bin dann einfach mal gefahren. Und irgendwie hat sich das so ausgegangen. Und dann, ja, dann war da Dominik, der hatte die gleiche Strategie. Und der war wohl, ja, da war der ein bisschen vor mir. Und dann kam zum Glück gerade der Markus hinter mir raus und den konnte ich halt auch relativ gut blocken
Und ja, der Dominik, der hat, ich weiß gar nicht, zwei Runden vor Ende Ja. in der letzten Kurve das Auto weggeschmissen. Beim Ach, Mann, ja. Rausbeschleunigen ist dem wohl das Heck gekommen. Und ja, ich Ah, der dachte schon, Dominik ich ist ja hätte auch den hier. berührt, aber war nicht. Ja, Dominik, ganz kurz, ja, von dir nochmal ganz kurz. Ich meine, du wirst nicht so wahnsinnig gute Laune haben, aber ja, erzähl mal ganz kurz, bitte. Ja, wie er schon gesagt hat, Auto weggeworfen. Ich war Ja, relativ okay. früh in der Box und die Reifen waren runter und dann natürlich mit dem Ja. Kampf zu früh aufs Gas und dann war Feierabend. Naja, ich hätte mich sehr gefreut. Ja gut, kann man jetzt auch schlecht sagen, aber ich habe mich schon über deinen dritten Platz schon ziemlich gefreut. Also der sah auch ziemlich sicher aus, auch wenn du so einen engen Fight warst mit dem Dennis. Aber ich hätte es dir zugetraut nach dem Training, was ich im Training von dir gesehen habe, dass du das hier hältst. Aber ja, sehr schade. Hätte mich auch gefreut. Ja, klar. Okay. Ja, Dennis, nichtsdestotrotz, zufrieden, 2 und 3 auf dieser Strecke mit dem Fahrerfeld heute. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir nur mal so die Hotlap-Liste angeguckt und da dachte ich schon, oha, weil die fuhren ja da. Ich meine, ich denke mal, die waren wahrscheinlich sehr gekattet. Die fuhren ja 20-1 oder so. Die war sauber. Ja, gut, war sauber, aber naja, gut. Meine war auch sauber. Und ja gut, sind ja im Quali die Zeiten dann nicht mehr ganz gefahren. Und nochmal ein riesen Dankeschön an den Marus. Der hat mir nämlich schon ein paar Setup-Tipps gestern gegeben. Weil sonst wäre ich nämlich heute nicht so schnell gewesen. Markus, Also was hast du ich davon? nächste Mal halt die Schnauze. Nee, gib ihm andere Tipps. Ja, ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet, dass ich zweimal auf Podium fahre. Naja, nichtsdestotrotz, also großartige Geschichte. Ja, dann Robin. Mein gut, eigentlich hatte ich dich in den ersten im ersten Lauf nicht in den Top 10 gesehen mit deinem Gewicht, nachdem ich gesehen habe, 70 Kilo hast du wohl drin, wenn ich das richtig sehe, wenn ich richtig gelesen, nachgelesen habe. Ja, dann auf Platz 8. Gut. Mit dir muss man wahrscheinlich auch mit 120 Kilo rechnen. Und dann, ja, warst du das, ja, erzähl mal einfach zweite Rennen. Also ich meine, das war ja, du hast ja, warst permanent hinter dem Stefan und bis zu dem Rausrutscher und ja, erzähl mal einfach deine Sicht. Ja, also im Quali habe ich erstmal gar nichts gerissen, weil da geht echt nichts mit diesem Gewicht. Aber war okay. Im Rennen sieht es nämlich immer anders aus. Dann habe ich durch sehr viel Glück und auch durch Vorsicht, also ich habe noch nie in der ersten Runde so oft gebremst, habe ich einfach diese Plätze gut gemacht, weil die Leute sich links und rechts weggedreht oder abgeschossen haben. Einmal in der Corkscrew hatte ich Riesenschwein, da konnte ich gerade noch zwischen der Mauer durch und zwei Ferraris. Dann plötzlich auf 8, tipptopp. Dann habe ich keinen Druck mehr auf den Kollegen gemacht. Wäre zwar auch noch möglich gewesen, aber es wäre doof gewesen. Dann ideale Ausgangslage im Rennen. Ich habe leider beim Start noch den Ferrari vom Andreas Braun berührt. Ja, Das tut genau. mir sehr leid, aber es ging so schnell, ich konnte da gar nicht reagieren. Dann mit dem Stefan, das war einfach super, das war ein Riesenfeuerwerk, das hat so Spaß gemacht, bis ich ihn dann in den Fehler habe zwingen können nach der Corkscrew. Dann hat er aber den Anschluss nie verloren und nach dem Stopp habe ich kurz einen Verbremser gehabt, dann war er gleich wieder neben mir und ich habe mich schon gefreut auf den Kampf. Plötzlich war er weg und ich dachte, oh nein, jetzt habe ich einen Disco und dann, ja, hatte er einen Disco und Ja. ja, sehr, sehr schade. Und dann ist der Martin gekommen und ohne Gewichte hatte ich da keine Chance. Also ich habe ihn 2 Runden sperren können, aber dann war er vorbei. Also Ja, das war, sehr das habe ich, sauber, sehr fair, genau. tolles Manöver. Jo, Nee, das habe ich bin auch sehr zufrieden definitiv eigentlich. so schon vorausgesagt, dass du ihn wahrscheinlich nicht halten würden kannst. Und also von daher, ja, Ja, es da. hätte auch da nicht Sinn gemacht, irgendwas zu Nee. versuchen. Ich meine, es ist peinlich genug für dich, also von daher. Nein, Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ja, nichtsdestotrotz, Glückwunsch für diesen zweiten Platz. Ja, ein bisschen mehr Gewicht wolltest du wahrscheinlich abbauen, aber naja, Gott,
was soll's? Das geht auch mit 100 Kilo. Was wollte ich sagen? Genau. Kommen wir zum Doppelsieger heute, des heutigen Tages. Martin, da kann man, brauchen wir nicht so allzu viel zu sagen. Erster Lauf, Start, Ziel. Mehr oder weniger. Du musstest am Anfang ein bisschen kämpfen, aber ich glaube, das war was, glaube ich, mit dem Dennis zugange und dann irgendwann kamst du vorbei, nach der vierten oder fünften Runde, und dann war die Sache eigentlich klar. Im zweiten Lauf musstest du auch ein bisschen kämpfen, aber im Großen und Ganzen war doch ein relativ entspannter Renntag, oder? Du träumst doch auch, oder? Na, nö. Ich guck dir die zu die ganze Zeit. Das erste Rennen, da hatte ich einen Bombenstart, ich weiß nicht wieso, aber ich bin gleich, ich weiß nicht wie auf 2 stand, ich glaube der Dominik war es, und dann gleich auch noch neben den Edgar, in der ersten Kurve schon außen neben dem Edgar gewesen, konnte ich dann nicht überholen, aber dann hatten wir eben das Malheur, das der Edgar schon angesprochen hat, da ist dann der Dennis gleich noch vorbeigekommen, und dann habe ich 10 Runden mit dem Dennis gekämpft, der war breiter als Jano Trulli. Also ja. Ich bin, also selbst mit der Brechstange wäre ich hier nicht vorbeigekommen. Ja, das war aber dann ein sehr, sehr geiles Manöver, also von daher, wie du dann vorbeigekommen bist. Er hat halt einen Fehler gemacht und den habe ich genutzt. Ja. Also das war da, und die Runde drauf kam dann schon die 5-Minuten-Warnung und ich war halt schon irgendwie so in Panik, weil ich nicht vorbeigekommen bin. Und dann verbremse ich mich noch zweimal zur Corkscrew hoch, dann war er in der letzten Runde fast noch neben mir. Also der Renntag war für mich alles andere als entspannt im ersten Lauf. Jetzt tu nicht so. ja, jetzt wieder runterspielen. Und im zweiten Lauf, naja, ich bin erstaunlich gut durchs Feld gekommen. Ich hatte mir ehrlich gesagt vom Jens ein bisschen, vom Jens Burkhardt ein bisschen mehr Widerstand erhofft. Oder was heißt erhofft, erwartet eigentlich. Und auch am Markus bin ich recht leicht vorbeigekommen, wenn man das Trainingsvideo ansieht, das wir gemacht haben, was wir da für einen Fight hatten. Also da war das wirklich leicht, als ich da vorbeigekommen bin, ohne jetzt die Leistung von Markus schmälern zu wollen. Also, Markus, ich liebe dich, weißt du ja. Ja. ja, das ist live hier. Ja, und? Auf jeden Fall bin ich dann auf den Patrick noch aufgelaufen. Das war dann recht easy, an ihm vorbeizukommen. Wobei ich sage, damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich da so leicht vorbeikomme. Und dann musste ich halt auf die Jagd gehen. Und dann hat eben Stefan diesen Fehler begangen und nach dem Boxenstopp hatte ich dann von 2 Sekunden wieder 4 Sekunden Rückstand auf dem Robin. Wir müssen unbedingt Sprechzeiten festlegen. Dann musste ich die 4 Sekunden zufahren und dann habe ich 2 Runden hinter ihm gehangen und dann bin ich vorbeigekommen. Und ja. Ja, gut, das scheint ja auch so, dass du dir die ganzen Szenen aufschreibst, während du Rennen fährst. Natürlich, Multitasking und so. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, wir haben auch noch den Ski Cup, den wir noch gratulieren wollen. Martin, es war eine astreine Leistung und fehlerfrei und wirklich geile Manöver von dir gesehen. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen und nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Dankeschön. Und dann kommen wir mal zu unseren Ski Cup Fahrern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht so sicher, der Andi ist zwar hier, Andi. Möchtest du überhaupt reden? Ja. Okay, alles klar. Warum nicht? Also gut. Bin ich total happy, ja. Oh, jetzt mach mir, ich liege ja heute scheinbar komplett daneben, aber egal. Nichtsdestotrotz, im ersten Lauf Platz 1, im zweiten Lauf Platz 2 im G-Cup. Ja, eben. Dann die Pole im zweiten Lauf. Und total verkackt. Und völlig verhauen das Ding. Wheelspin ohne Ende und der Robin konnte da wirklich nichts machen. Nein, ich weiß. Ja, und war mit dann... Das ging ja berghoch und Kupplung, Bremse und Gas, alle gleichzeitig und das unter einen Hut zu kriegen, das habe ich nicht hinbekommen. Ja, hast du so. Und dann, das dann war aber noch gar nicht das Riesenproblem, sondern du bist ja dann in dem ersten Knick auf der Geraden auch noch in den Dreck gefahren. Ja. Also, und dann hast du ja nochmal richtig Plätze verloren, aber. Ja, okay, nichts. Aber dann ging es wieder nach vorne, ne? Ja, so ein bisschen. Naja, gut, ich glaube, du warst bis 16 oder 17 warst du zurück. Ja. Genau. Und, aber im Großen und Ganzen bist du schon noch happy, oder? Also, hast du ja so gesagt. Ich kann es zwar nicht ganz nachvollziehen, aber gut, im G-Cup hat es zumindest gepasst. Ja, okay, ich fahre eigentlich nur nach dem G-Cup. Da vorne mitfahren, das wird sowieso nichts. Die Jungs sind einfach ein bisschen schneller.
Auf eine Runde, das kriege ich ja noch hin, aber im Rennen ist man dann einfach ein bisschen zu nervös und ja. Das packe ich dann nicht. Ne? Auf alle Fälle freue ich mich, sich dann hier wenigstens interviewen zu dürfen für den G-Cup. Also großartige Geschichte. Dann letztendlich kommen wir zum Jens, Platz 2 im ersten Lauf, im zweiten nicht ganz so glücklich, da war es dann nur der 5. Aber Jens, ganz kurz, im ersten ging es ja nur auch wirklich mehr drunter und drüber. Ich glaube, im zweiten hattest du nicht ganz so viel Stress, oder? Eigentlich schon. Also im zweiten Rennen war eigentlich viel spannender wie das erste. Die letzten paar Minuten vom zweiten Rennen waren so mit das Spannendste, was ich eigentlich bis jetzt hatte. Ja gut, da habe ich dir dann nicht mehr so wirklich zugeschaut, ja. Aber gut, erste Rennen war von Platz 18 gestartet, ganz schlecht weggekommen, bis auf Platz 23 zurück und im Endeffekt, glaube ich, dann bis auf Platz 11 vorgefahren. Ja, wieder mal kein erster Platz im Chica, aber der kommt noch. Na gut, also ich sag mal, du hattest einen Rückstand von knappen 7 Sekunden, ziemlich genau sogar 7 Sekunden auf den Andi und ihr seid auch hintereinander auf 10 und 11 durchs Ziel gefahren, also ja. Von daher denke ich mal, ist das insgesamt, also wenn du dich jetzt vielleicht noch geärgert hättest, dass du den 10. nicht geschafft hast im ersten Lauf, dann ja, das wäre noch ein Grund zum Ärger, aber ich denke mal, ansonsten, das klappt noch mit dem Sieg im Cup in irgendeinem Lauf. Bin zuversichtlich, ja. Ja, genau. Okay, kommen wir zum Drittplatzierten. Da muss man nämlich jetzt ein ganzes Stück runter. Ist der Ralf überhaupt da? Nee, der ist gar nicht da, ne? Ach nee, der Micha. Der Micha ist ja. Ja, aber der ist da, genau. Der ist nämlich immer durch seinen langen Namen verschwindet das G immer in der Spalte und dann überlese ich das immer. Micha, herzlichen Glückwunsch. Hier heute im ersten Lauf, im zweiten ging es auch nicht so wahnsinnig gut dann mehr, aber zumindest im ersten Lauf aufs Podest geschafft. Was ist eigentlich so bei dir die Zielsetzung, wenn du in so ein Rennen gehst jetzt? G-Cup und Gesamtwertung. Ja, also mal recht herzlichen Dank für die Gratulationen. Erster Lauf war für mich so halbwegs okay. Ich bin auf Deutsch gesagt meinen Stiefel runtergefahren, habe gar nicht gewusst, dass ich so weit vorn bin, dass ich der Dritte bin. Ja, bin meinen Stiefel runtergefahren, weil es waren ein paar Fehler drinnen. Im zweiten Lauf so und so, da hat es mir, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde hat es einen gedreht, vor der rechts schon da Rechtskurven, vor der letzten links. Den habe ich leider berührt und dann bin ich rechts raus in den Sand oder links raus und da bin ich nicht mehr rausgekommen. Und ja, dauernd durchdrehen die Räder und war dann letzter. Ich habe gedacht, okay, fährst weiter, schauen wir mal, was raus wird und es ist ein Trainingsrennen dann. Ja. Was ich so G-Cup, ja, ich habe Spaß beim Mitfahren, ich habe Spaß, also mit den Leuten zu kämpfen und zu fighten. Ich schaue, dass ich Punkte machen kann und so weit wie möglich nach vorne fahren kann und ja, und die Leute wenigstens ein bisschen ärgern, ne? Wenn man schon ja, allzu schnell genau. ist. Genau, genau. Mich hat's gefreut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns schon mal im Interview gesprochen haben, aber Nein. Wenn, dann ist es lange her. Genau. Das ist das erste Mal überhaupt los. Ja, na dann nochmal ganz besonderen Glückwunsch. Dankeschön. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja, das hoffen wir doch alle. Ja. Genau. Okay, kommen wir noch zum zweiten Lauf. Da hatten wir ja nun schon den, muss ich nochmal gucken, den Jens. Den haben wir ja da schon, der war ja nur Fünfter, genau. Kommen wir im zweiten Lauf, kommen wir zum Sieger des G-Cups im zweiten Lauf, Micha Dröscher. Micha, ganz ehrlich, ich habe dich heute insgesamt, nachdem ich im Training gesehen habe, du hattest zwischenzeitlich sogar mal die schnellste Rennrunde gefahren, glaube im ersten Lauf, habe ich dich deutlich weiter nach vorne gesehen in der Gesamtwertung. Dass es jetzt im G-Cup geklappt hat, was ist im ersten passiert? Was war da los? Ja, hallo Lutz. Kennt mich in A besten. Nein, wieder ein Eigenfehler von mir. Okay, also ich jetzt auch nicht gedacht, irgendwie. Ich bis Top 7 eigentlich habe ich damit gerechnet, aber ja, wieder einen Fehler gemacht. Im zweiten Rennen eigentlich ziemlich aufgepasst, ist langsam angegangen. Ja, das wirklich dann für vorne gereicht hat für den G-Cup-Sieg, freut mich. Ja, definitiv. Eine Sekunde vorm Andi Braun. Ja, ich habe die letzten gekommen. Zwei Runden schon Sprit sparen müssen. Ich bin mit 1 Liter ins Ziel gekommen. Okay, alles klar. Na gut, dann ist es ja gut. Andi,
Dich hat man ja nun so ausführlich auch hier nochmal zweiter Platz, nochmal den Glückwunsch, damit wir hier die Reihenfolge auch ein bisschen einhalten können. Und ja, Arne, ich habe am Anfang, bevor das Rennen losging, im Warm-up noch mal erwähnt vom letzten Rennen, wo du ja, ich glaube, den besten Renntag aller Zeiten eingefahren hast für dich. Und habe so die Frage gestellt, ob du daran anknüpfen kannst. Es hat's nicht ganz so im ersten Lauf, genau, das wollte ich wissen. Im ersten Lauf warst du in den Top Ten. Was ist dann passiert? Ja, also erstmal Glückwunsch zu dem dritten Platz, jetzt im zweiten, im G-Cup. Aber brennender interessiert mich jetzt tatsächlich, was im ersten Mal, da warst du richtig gut unterwegs. Ja, ich war richtig unterwegs. Das stimmt. Und dann kam mir leider mein Teamkollege vor die Flinte. Eine Sache, die mir noch nie passiert ist. Ich habe ihn abgeschossen. In Corkscrew. Er kam irgendwie sehr langsam und ich halt ein bisschen schneller. Und das war's. Und dann habe ich gewartet. Irgendwann hat er dann gesagt, ich soll fahren, aber dann waren schon zwei, drei durch. Und dann kam noch hinzu und da habe ich mich nach der Corkscrew einmal gedreht. Und wenn man sich da dreht, dann kann man froh sein, wenn man wieder auf die Strecke kommt irgendwann. Ja. Ja, und deswegen war es dann hinterher ein bisschen weiter hinten. Ja. Im zweiten Lauf, ja gut, Platz 13. Ich denke mal insgesamt, wenn ich so gucke, wer vor dir da so ins Ziel gekommen ist, würde ich dich jetzt mal so rein von dem, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, das ist eine ehrliche Leistung, aber ich glaube, dass bei dir so ein bisschen der Knoten geplatzt ist. Also war es zufriedenstellend oder gab es da auch irgendwelche Vorkommnisse, wo es hätte noch ein bisschen nach vorne gehen können oder die das verhindert haben? Ja, vielleicht eine Stelle, da bin ich dem Jens Erner hinten, glaube ich, drauf gesemmelt und dann habe ich gewartet, das hat wieder ein bisschen Zeit gekostet, aber insgesamt war ich mit dem zweiten Lauf eigentlich zufrieden. Weiter nach vorne ging es heute nicht, weil ich fand einfach, die Nissans waren auf der Strecke einfach zu stark. Auch wenn immer heißt, die Ferraris auf der Geraden, ja, aber die Gerade war zu kurz, leider. Genau. Und von daher, nee, zufrieden doch. Ist in Ordnung. Und ja, vor allem unser Team, wir waren ja direkt hintereinander, mehr oder weniger. Zwar weit hinten, aber immerhin. Genau. Hat alles gut geklappt und ich sag mal, bis auf dem Ausrutscher vom Teamkollegen, vom Jens, im ersten Lauf, wo er ja aus Versehen auf Platz 5 gefahren ist, ging es eigentlich, ja, im zweiten dann standesgemäß irgendwie 6 Plätze vor ihm ins Ziel, also das ist glaube ich ganz okay. Nee, ach, viel mehr, 10. Ach, herrje. Genau. Arne, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Rennen dann wieder. Jens, jetzt kommst du doch noch zu deinen Ehren. Was ich ganz kurz wissen möchte von dir im ersten Lauf, ich meine, da wäre ja tatsächlich noch ein vierter, eventuell sogar ein dritter drin gewesen. Was war denn in der letzten Kurve los, in der letzten Runde? Da hat der Fred beim Rausbeschleunigen sein Auto verloren. Er war mit dem Rad auf dem Curb und ist nach links abgebogen und hat mich mitgenommen einfach. Ah ja, okay. Also es war ganz, ich habe es auch so gesehen, aber ich war halt immer in einer nicht so günstigen Kameraperspektive und war mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Im zweiten war es ja ähnlich, da ging, glaube ich, ein etwas missglückter Überholversuch voraus oder ja, nicht ganz so. Ja. Ja. Gab eine Menge Kontakte, ich habe es versucht, außenrum an Olaf Ness vorbeizukommen, genau. Er hat dagegen gehalten und was vollkommen okay war, aber ich war dann so weit rechts, dass ich dann, als ich beschleunigt habe, mit dem hinteren rechten Reifen so ganz knapp am Dreck war und dadurch bin ich dann nach links abgebogen und ja, hatte der Markus gar keine Chance, hat mich da getroffen, war einfach unglücklich, sagen wir es mal so. Genau. Ja, Jens, wo sehen wir uns in 14 Tagen wieder? Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Ach, das ist ja wieder, bitte baut mir die Kamera von der Zielkurve um, dass ich da nicht wieder diesen Blöd, die da in diesem Körb steckt. Das sieht so unmöglich aus. Ja, und genau. Ja, dann bedanke ich mich bei allen ganz recht herzlich. War ein toller Abend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das war eins der ganz wenigen Rennen, wo es in beiden Läufen keine Gelbphase am Start gab. Also fantastische Sache und ich freue mich sehr auf Abu Dhabi in 14 Tagen. Bis dahin, ich wünsche euch allen viel, viel Spaß und ja, kommt gut ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.